So, willkommen zurück zu Knights and Merchants. Und einer weiteren Kampagne, beziehungsweise einer weiteren Mission. Musik ist da, der Sound ist da, gleich wird es wieder laut, das wird toll. Und wir starten The Shattered Kingdom. Ja, ich habe auch ich habe auch nochmal ins Original geschaut sozusagen, mit den HD-Geschichten. Weil die History-Edition auf Steam hat ja die... Naja, wie soll ich sagen, die... Wurscht. Auf jeden Fall, die Speicherstände werden nicht geladen. Heißt, wir sind jetzt an das Remake hier leider komplett gebunden. Tja. Warum? Naja, die Dateien sind so groß. Weil das hier doch alles sehr, sehr hochauflösend ist. Und ich ja ganz gerne mal rauszoomen, dass winzig kleine Partikelchen sind. Und das mag er nicht so wirklich. Und gut, ich kann es auch runterstellen, dann sind die Dateien kleiner. Aber was? Was soll der Geiz? Gut, Kampagne starten. Wir lauschen. Die wilden Bewohner des Nordens rotten sich zusammen, um in das Reich einzufallen. Ihr müsst ihnen unter allen Umständen Einhalt gebieten, bevor ihr euch wieder den Rebellen zuwenden könnt. In den Ruinen von Walheim fanden sich Konstruktionspläne für fortschrittliche Spähtürme. Ihr müsst ein Bollwerk gegen die barbarischen Horden errichten und dann die Wilden bis zum letzten Mann ausmerzen. Ja, sauber. Heißt, wir bekommen also doch noch neue Technologien hinzu. Das ist gut. Ich habe auch nochmal nachschauen wollen, was eigentlich die Neuerungen hiervon sind vom Remake, was die alles verändert haben, welche Einheiten wie verändert wurden. Und geht nicht, weil dazu müsste ich dann irgendwie auf Discord und das funktioniert nicht. Und deswegen, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe keine Ahnung, was hier die Neuerungen sind. Ich würde es gerne mal in Erfahrung bringen, aber ist leider unmöglich. Aber macht nichts. Wir sind in Mission 7 hier oben. Ja, ja, ja. Nee, hier oben, da sind wir. Ach ja. Achte Mission, stimmt. Ah, logisch. Das war der, wo er sich festgezeckt hat, der Hund, bei der Brücke. Ja, ja, ja. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen, finde ich halt richtig klasse. Wahrscheinlich war das so ein bisschen die Konzeptzeichnung. Und dann hat man entsprechend sich den Bereich immer genommen, hat dann so die Karte gemacht. Oder andersrum. Aber das finde ich halt schon, das finde ich toll. Wenn man so die Karten nebeneinander legt, die einzelnen, und dann die Spielkarten sozusagen daneben, dann würde sich wahrscheinlich so ein Bild ergeben von der ganzen Welt. Das finde ich toll. Ja, was haben wir noch? Genau, diese Mission. Die wilden Bewohner. Und wir können die Spähtürme bauen. Heißt, die Abwehrtürme, schätze ich mal. Und die werfen Steine. Die haben in der ersten Mission ja schon gehabt. Müsst ein Bollwerk gegen die barbarischen Horden errichten und dann die Wilden bis zum letzten Mann ausmerzen. Ja. Ja, ich habe schon mal ins schlaue Buch geschaut. Das ist eine ganz gute Idee, wenn man das schnell macht. Deswegen werde ich schnell die Abwehr hochziehen. Ich wollte nämlich schauen, ob jetzt wieder so eine komische Dingsmission kommt, wieder so eine Kampfmission, wo man es wieder unterteilen muss. Oder auch nicht, oder was weiß ich. Nee, das wird hier nur die reine Verteidigungsgeschichte erstmal. Und angeblich haben wir es nicht nur mit einem Gegner zu tun. Hurra! Dann wollen wir mal. Vielleicht erstmal leiser machen, gleich, wenn wir im Spiel sind. Das ist nämlich immer extrem laut. Ta-ta-ta! So, ist fein. Genau. Und ich baue einfach mal direkt das, was befohlen wurde. Ja, hier ist anscheinend oben der... Ja, ja. Hier ist anscheinend oben der Feind. Direkt im Norden. Und das ist nicht so gut. Vor allem, weil... Hier haben wir zwar einen Engpass, den müssen wir auch nutzen. Okay, hier haben wir Eisen, hier haben wir Stein. Hier hinten können wir dann feine Sachen bauen. Komm, ihr schaut euch mal da hinten um. Frage ist nur, aus welcher Richtung kommen sie? Wahrscheinlich von hier, ne? Da ist Kohle. Jawohl. So, die bauen schon mal fleißig Dinge auf. Während der noch Quatsch macht, würde ich sagen, machen wir nochmal so ein paar Türme hier. Dann machen wir ein schönes Bollwerk. Hier irgendwie. Ja, mehr kann man nicht machen. Der Rest, der wartet doof. Was haben wir in Einheiten? 7 und 3 Bauarbeiterchen. Okay, okay, okay. Das ist wahrscheinlich jeder Standard. Gut, heißt erstmal kurz erspähen, was hier ist. Was hier Feines gibt. Und dann gleich die Heimreise antreten. Sobald der nämlich steht... Boah, da braucht der 6 und 5. Okay. Mein anfängliches Geschwätz von wegen, es braucht immer 3... Weiß ich nicht, 3 und 4 oder was ich gesagt habe. Die 4 Stein, 3... 4 Holz, 3 Stein, so rum. Ist Quatsch. Ja, ist es.
Jetzt müssen wir nur hoffen, dass sie wirklich auch hier unten angreifen und nicht Lust bekommen, außen rum zu gehen. Das wäre nämlich schlecht. Ich könnte auch mal aufhören mit den ganzen Reihen und raussuchen. Das wäre vielleicht auch mal eine Idee. Dann würde man vielleicht den Überblick behalten. Da fehlen noch zwei Steinchen und da sind sie. Alles klar. Heißt, wir müssen uns dahinter so ein bisschen postieren. Wo ist denn der? Wo ist die andere Truppe? Wenn ich das da unten irgendwie noch ein Schleichweg ist, dann greifen sie uns da von hinten an. Das wäre ja auch sehr unangenehm. Gut, sobald das hier gebaut ist, 205, würde ich sagen, klatschen wir direkt die ersten... Ah, perfekt. Klatschen wir direkt die ersten Türme hier hin. Jetzt wissen wir zumindest ein bisschen, wo der Feind ist und wo er auf uns aufmerksam wird. Nicht. So, das heißt, es muss schnell gebaut werden. Wir haben leider nur drei davon. Was machen wir denn zuerst? Ich würde sagen, weitere Arbeiter, ne? Nochmal drei Arbeiterchen oder sowas. Während das hier läuft. Haben wir denn Steine? Jawohl, das ist nämlich die Munition. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, haha, ich weiß ja schon alles. Ist ja voll lame, lol. Ja, aber noch lamer ist es, wenn ich die ganze Scheiße jetzt zehnmal machen muss. Habe ich so irgendwie... Jawohl. Hab ich so ein bisschen im Gefühl. So. Was haben wir gesagt? Direkt mal nochmal drei Arbeiterchen. Achso, jetzt ist erstmal kein Gold da. So, jetzt kann ich... Genau, da ist er. Der erste Wachturm, er wird gebaut. Vielleicht wieder so, dass man... Achso, man kann sich nicht eingraben. Ja, die Frage ist, ist es in einer Linie oder eher so als Klotz? Ich würde sagen, als geschlossenes Bollwerk ist es gar nicht so schlecht, oder? So, ihr macht mal ein bisschen den Weg. Jetzt müssen wir ganz effizient an die Sache rangehen. Ja, bitte. Achso, der erste Arbeiter kommt und hilft direkt mit. Genau, dann haben wir gleich sechs Arbeiter, die hier ihre Arbeit verrichten. Ja, doch, echt. Wenn ich es euch doch sage. So, ein Auge vielleicht immer auf die Front gerichtet. Ja, wie machen wir das? Soll ich da wirklich Einheiten opfern oder eher die Gebäude? Ich würde sagen eher die Gebäude, oder? So, zwei Reihen bitte. Das ist mir ein bisschen... So ist fein. So, ihr noch mehr davor. Machen wir gleich nochmal richtig. Also, das läuft. Das heißt, wir brauchen... Haben wir den Gold? Wir brauchen sowieso Gehilfen. Gehilfen... Läuft. So, das heißt, wir machen direkt den... Oh, ich dachte gerade, da kommen sie schon. Ist ein Wolf. Ach ja, und wir haben neue Gegnertypen. Sagt der Computer. Vielleicht lügt er, vielleicht nicht. Ich weiß es nicht. So, Steinchen haben wir auf jeden Fall auch. Ja, sinnvoller wäre es vielleicht, wenn ich es in einer Linie gemacht hätte. Dann würde ich einfach nur den Weg hier geradeaus... Ach, ist egal. Ist egal. So, hier wird noch gebuddelt. Das heißt, wir können hier... Machen wir den Weg einfach direkt. Ach nee, das war schlecht. Dann machen wir den Weg doch wieder weg. Denn die Türme sind wichtiger. Sind die bemannt? Was muss hier rein? Ein Rekrut. Ah, okay. Rekrut heißt 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Mann. Ja, und dann würde ich sagen, direkt mal so ein Steinmetz, oder? Weil wenn die Türme stehen, sollte man vielleicht an Steinnachwuchs denken. So, nächstes Gebäude. Aber am besten fertig bauen, wenn es recht ist. Jetzt können sie das Material gleich hinschaffen, wenn der erste Stein kommt. Genau. Da sind 5 Steine drin. Man könnte ja einen vorgelagert bauen, oder? Beziehungsweise... Genau, ich würde sagen, ich piesacke die einfach von hinten, weil die Türme, die haben ja, glaube ich, eine endlose... Reichweite, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt haben wir wahrscheinlich 6 Bauarbeiter. Perfekt, der zweite. Jetzt die Steine rankarren. Ja, das geht, das geht. Also einen nach dem anderen, wenn es recht ist. So, mehr Steine. Haben wir gleich 2 davon. Und die verbleibenden Arbeiter, genau, die legen direkt los. Das ist schön. Weg wird schon mal gebaut. 4 Mann arbeiten an der Hütte. Ist immer noch ein Arbeiter, der nicht so viel macht? Ich glaube nicht.
Genau, machen wir hier oben direkt den Steinmetz hin. Aber erst das hier. Achso, ich kann es ja mal speichern, spaßhalber. Was ist das für eine Mission? 8. TSK 8. Ja, da speichere ich mal über die alten Sachen drüber. Und nenne es einfach nur 8. So, ein bisschen schlanker die ganze Geschichte hier. Gut, nächster. Ja, dann können wir den Weg einfach im Grunde weiterführen, ne? Weil hier müssen wir ja Metall abbauen. Da oben ist dann die Kohle. Unten hätten wir auch noch Kohle. Können wir sie hier mittig zusammenlaufen lassen. Genau. Was haben wir gesagt? Steinmetz. Das wird mal der erste. Die erste Amtshandlung. Frage ist, soll ich da noch eins bauen? Ich weiß nicht, wie viel oder wie lange ich hier, ne, mitmachen muss. Hallo? Das war vielleicht ein bisschen schlecht kalkuliert. Shit. So, jetzt holen wir das ganze Material. Einer buddelt schon mal, das ist okay. 5 Steine, wir brauchen 5, jawohl. 5 Arbeiter, das passt. Jetzt haben wir hier einen Rekruten und einen Steinmetz. Ja, alles wie es sein muss. So, das darf ich natürlich nicht vernachlässigen. Ich würde auch sagen, ich gehe so weit wie möglich in den Osten für die Holzproduktion, dass ich hier dann schon mit dem ganzen arbeiten kann. Den Farmen. Ich möchte mal so ein... Oder hier vielleicht direkt so ein hier vorne so eine Farmengeschichte aufmachen. Ich mache das hier. Nach unten hin. Ich würde gerne so ein Mittelding haben, dass ich hier zum Beispiel die ganzen Farmen habe und drumherum baue ich die Farmen und im Zentrum sozusagen ein Viereck aus. Aus was weiß ich. So, Haus steht, perfekt. Na, aus den Feldern eben, so. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Aber erstmal, wie gesagt, in den Osten. Mal gucken, was da Phase ist. Gut. Auf dem Weg! Vorwärts! Auf dem Weg! Los, na, ihr geht erstmal nach unten. Ach, die sind schon da. Shit! Los jetzt, vorwärts! Und noch haben wir Probleme. Okay. Ja, sehr gut. So, die werden alle mehr oder weniger beschossen. Wenn sie durchmarschieren, haben wir ein Problem, weil dann töten sie uns die Arbeiter. Wir blockieren. Ja, die sind nämlich ziemlich krass, die Typen. Machen richtig schön Aua. So, mehr davor. So, Rückzug. Achso, Rückzug ist jetzt nicht mehr. Jetzt werden sie alle abgeschlachtet. Na gut. Muss jetzt erstmal sein. Oh, die haben schon keine Munition mehr. Das ist schlecht. Und ein Stein wird direkt gewinnbringend eingesetzt. Shit! Oh oh, jetzt wird geschlachtet. Nun ja. So, erstmal weglaufen. Ich glaube, das hat nicht so richtig funktioniert, oder? Ja, Sag mal, habe ich das irgendwie auf hart eingestellt oder irgendwie so? Keine Ahnung. Machen wir direkt den nächsten Turm, würde ich sagen. Das ist mir hier alles ein bisschen ungünstig hier alles. So, das ist schon mal ausgebuddelt. Ja, die laufen ja so locker flockig durch. Das sollte vielleicht nicht so sein. Und wer davor einfach zu kämpfen... Ne, davor zu kämpfen ist auch Quatsch, ne? Wollte eigentlich erst einen doppelten Weg machen, aber... Wir haben die Steine ja eigentlich schon. Ich höre. Die Wege dürfen wir nicht blockieren, aber davor die Leute aufstellen... Weiß ich nicht. Sollen lieber auf die Gebäude einhauen, aber na, dann werden sie halt nicht mehr versorgt. Das ist der nächste... Das nächste Problemchen. Schwierig. Ist das vielleicht die Antwort?
Hier wird zumindest schnell das Material rangekarrt. So, hier geht's dann gleich weiter. Beziehungsweise einer kann ja schon mal... Komm, machen wir mal Overkill. Machen wir mal 6 statt nur 5. Ach, das kann natürlich auch sein, dass es wieder was ein Community-Projekt ist, ne? Remake und so. Dass hier wieder Leute meinen, sie müssten das ganz besonders krass machen alles. Das wäre möglich, ja. Weil es ihnen nach den ganzen Jahren das normale Knights and Merchants spielen zu langweilig wird und weil sie schon so gut sind und genau wissen, welche Einheit wie viel und wo und weshalb und überhaupt und sowieso, ne, dass es da vielleicht dann zu leichten Problemchen führen kann. Achso, jetzt brauchen wir weitere Rekruten. Wir brauchen noch mindestens einen. Jetzt haben wir 5. Machen wir noch einen 6. Ei, da geht's schon los. Okay. Muss nur versorgt werden mit allem. Allem und jedem. Verdammt. So, Munition hätten wir. Bitte nicht die Arbeiter angreifen. Na gut. Immer noch besser als den Rest. Ach, guck mal, normale. Das sind normale. Ach so, das waren Milizsoldaten. Ah, okay. Und da kommen die krassen. So, jetzt können wir hier unten weitermachen. Nächster Rekrut sitzt drin. Jetzt brauchen wir nur noch die Versorgung. Wahrscheinlich haben wir deswegen so viele am Anfang. Na gut, wenn sie abgeschlachtet werden, während sie hier uns angreifen. Ach, guck mal, die Haupthütte wird angegriffen. Wie ungünstig. Obwohl. Nee, lass mal sein. Lass mal sein. Baut einfach den Weg dahin. Baut während des Krieges einfach mal locker alles auf. Okay. So, jetzt müssen wir hier aber tatsächlich mal mitspielen. Wir hauen uns auf die Hütte ein, aber die hält noch eine ganze Weile Stand. War's das? Ja, okay. Also das, was hier ist, muss jetzt weg. Dann haben wir eine gute Chance. Das Problem ist, dass die den Weg wahrscheinlich blockieren. Mach das mal zuerst weg da drüben. Nein, weg. Weg, sag ich. So, schön mit Munition versorgen, dann klappt das schon. So, zumindest das hier könnt ihr hinbekommen, oder? So, wahrscheinlich sind ein paar Bauern krepiert, Bauarbeiter, wir bauen mal neue. Und ein paar Gehilfen. Feuer frei, jawohl, da rennen sie, die Schweinemänner. So, Angriff. Jawohl. Halt, dann können wir uns das ja wieder schenken eigentlich, oder? Halt. Kann ich das noch? Ah ja. So, jetzt haben wir 5 von denen. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Vielleicht. Okay, wir haben den Angriff überstanden. Dann speichern wir das einfach mal. Scheißegal. So, los geht's. Jetzt können wir auf die Idee kommen, hier weiterzumachen. Bräuchten wir eigentlich auch eine Taverne? Die können wir ja dann direkt hier hin machen. Ist ja wurscht. So. Direkt den Weg. Zack. Das eine, dann hier hinten irgendwo. Was ist eigentlich, wenn der im Norden gebaut ist? Heißt das nicht, dann muss er mehr oder weniger immer nach unten buddeln? Das wäre ja eigentlich gar nicht so verkehrt. So, oder so ähnlich? So, wie viel haben wir jetzt eigentlich noch? 3 und 4. Ei. Okay, müssen wir alle neu aufbauen. Gold, 39. Über kurz oder lang. Hier war doch irgendwo Gold, oder? Nicht bei uns. Da oben ist Gold. Direkt mit Kohle dran. Alles klar. Gut, jetzt müssen wir nach Norden buddeln und dann haben wir das schon. 39. Ja. Wir machen ja noch keine Armee. Wir haben jetzt einen Abwehrriegel. Und das könnt ihr auch mal reparieren, wenn ihr Bock habt. So, jetzt haben wir wie viele? 5. 5 Gehhilfen und kaum Bauarbeiter. Ja. Ne, da machen wir noch 2 Bauarbeiter und 4 Gehilfen für den Anfang. Futter haben wir hoffentlich noch reichlich. 80, 160, ja genau. Das ist so kalkuliert, dass eine ganze Weile dauert. 58 Steine, Holz wird auch ein bisschen knapp. Kriegen wir hin.
So, jetzt können wir den Turbo mal aktivieren. Ja, komm. Drei Steinchen. Dürfte ein nicht unbedingt unlösbares Problem werden. So, jetzt wird das Material rangekarrt. In der Zwischenzeit baue ich hier schon mal den Weg weiter. Na, die Arbeiter, haben sie Bock? Er ist halt ein Rekrut. Da war irgendwo ein Knopf, womit man den angeblich wieder zurück in die Steinzeit bzw. zum normalen Arbeiter machen konnte. Der ist aber weg, der Knopf. Komisch. Habe ich nur irgendwo gesehen, weil das in den FAQs mit dabei war. Ja, wieder mal schlecht. So, Holzfäller brauchen wir auch gleich noch. Habe ich denn schon die Schreinerei? Ja, das ist wirklich so ein Punkt, finde ich nicht ganz so prickelnd, muss ich gestehen. Und das können wir irgendwann mal reparieren, weil die Hütte, die hier ständig brennt, das muss auch nicht sein. Ja, okay, nee, doch nicht. Wenn ihr dumm rumsteht, lassen wir's. So, Holz. Genau, Holz geht mich bald zur Neige. 43, ja, das sind ein paar Gebäude. Wir brauchen ein paar mehr. Genau, dann nehmen wir das Gebäude hier alles. Ja, den ganzen Raum hier für die... Jawohl, machen wir hier den Zentral, das die Farmen-Geschichte hin. Machen wir wieder 4 Stück. Wie bauen wir das am dümmsten auf? Eigentlich wurscht. Vielleicht erstmal einen langen Weg nach unten und dann bauen wir hier die Farmen und drüber dann die Verarbeitung, dass es recht nah dran ist. Ach ja, vielleicht mal eine Futterei. Direkt mal zu Beginn am besten. So, das ist das eine. Dann das hier wird das nächste. Und wird direkt angeschlossen. Für den Fall, dass wir auch noch Waffen bauen. Ja, brauche ich Holzwaffen? Das ist halt die Frage. Sollen wir das direkt? Komm, machen wir es direkt. Ist jetzt wurscht. Dann stimmt zumindest die Geschichte mit dem Holz. So. Viel Material für nichts. Dann brauchen wir was? 2 Schreiner und einen Holzfäller. Oder Schreinerinen viel eher. Gut. Wenn das fertig ist, kümmern wir uns um das nächste. Und das ist das Futter. Und dann wird die Produktion hergestellt. Gibt es eigentlich eine Wachhütte? Hier laufen so viele Viecher rum. Aber ich glaube nicht. Genau. Jetzt lassen wir es einfach mal aufbauen. Und dann ist das gut. Ja, wobei 21 Goldmünzen, das ist irgendwie eher nicht so toll. 19 Steinchen hätten wir noch. Weiteres wird produziert. Ich muss nämlich eigentlich hier oben an das Gold ran. Oder haben wir sonst noch Gold? Nein. Ich höre. Los geht's. Los geht's. So, hier stelle ich mal davor. Achso, ja, Futter ist wichtig, sonst kapieren jetzt die Kollegen hier gleich. Das machen wir zuallererst. So, drüben, habt ihr das dann bald? Halt, die kann ich doch einfach so rufen. Das kommt ja aus dem Haupthaus, oder? So, wie wäre das? Essen fassen. So, bevor die uns krepieren, mit Futter versorgen. So, das wird auch gebaut. Alles klar. Können wir hier drüben schon mal loslegen mit... Ja, mit der Straße. So, erstmal den Weg, dann das Futter. Ja, bevor wir uns hier den Löffel abgeben. Alles klar. Und vor die Türme, bitte. So, dem ist eigentlich... Ja, dem geht's gut. So. Hier bitte mal formieren. Was mit ihm? Boah, da kriegt sein eigenes Fass. Der hat's geschafft. Okay. Zu den Leuten dazu. Läuft. Gut. Jetzt was? Na, wieder
Unbequem ist nicht so richtig. So, so ist fein. Gut, jetzt können wir sie mit Futter versorgen. Okay, wir haben nicht so dermaßen viel. 20 Steine. Aber das brauchen wir unbedingt. Wir haben noch 18. Na wohl, 18 Berufe, das kriegen wir schon hin. Wir müssen nur gucken, dass mindestens zwei, einmal für Kohle und einmal für Gold reserviert ist. Genau, das wird hier ein riesiger Wald. Läuft. Ja. Wo fangen wir denn an? Hier und dann nach Osten hin arbeiten. Ja. Was war das? Da ist nicht wirklich einer gerade krepiert. Futter ist doch jetzt, ist doch da. Und wieder keinen Fisch. Das ist ja auch merkwürdig. Und der Feind greift erstmal nicht an. Das gefällt mir auch. Na gut, wir haben das Bollwerk. Das sollte ja eigentlich reichen. Leider gibt es kein Baumaterial wieder. Das ist ein bisschen schade. Tja, und jetzt ist wieder Warten angesagt. Naja. Können wir direkt schon mal die nächste Fuhre anlegen. Beziehungsweise hier auch mal die Felder. Das hätte ich vielleicht mal vorher machen sollen. Während hier noch fleißig buddeln. Jetzt kommt das Material an. Haben wir zumindest mal so einen Grundstock. So, und direkt die Hütte bauen, wenn es recht ist. Haben wir alles an Material? Ja, haben wir. Ach ja, vielleicht mal einen Bauern ausbauen, bilden. Vielleicht noch einen. Gut, nächstes Gebäude dürfte damit so gut wie angeschlossen sein. Material dauert noch einen Moment, er kann aber schon mal loslegen. Das sieht ganz gut aus. Okay. Was ist das für Geräusche? Wird die Hütte noch brennt oder was? Oder sät er so laut? Gut, schnell die Farmen, bis dahin ist das Material da und ihr könnt das nächste Gebäude bauen. Okay. Was sind das eigentlich? 1, 2, 3, 4 sind 12. Vielleicht ein bisschen wenig. Andererseits, wenn ihr fertig seid, direkt mal eine große Farm aufbauen. So, was brauchen wir dann? Eine Mühle natürlich. Ich schätze mal, das geht bis hier hin. Dann ist hier der Weg. Dann machen wir hier die Mühle hin. So, direkt den Weg dahin. Hier kommt dann die Bäckerei. Heißt, wir bauen schon mal einen. Na, machen wir schon mal zwei. Bäcker, Müller, läuft. Ja, noch haben sie nicht viel zu tun. Das wird sich ändern. Jetzt hat jeder quasi diesen Abstand. Das heißt, 5. 5 und 9 sind 14. Müsste eigentlich doch reichen, oder? Sollte reichen. Komm, wir speichern mal spaßhalber. Genau, einfach übersetzen und fertig. Gut, nun was? Jetzt muss man wieder warten, beziehungsweise stückchenweise das Ganze aufbauen. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch eine Metzgerei, aber dann bräuchten wir auch wieder mehr Farmen. Ja, machen wir hier unten einfach eine gerade Linie. Jetzt aber zuerst mal den Bäcker. Und ja, genau wie ich es mir dachte, perfekt ausgerechnet, hervorragend. Nicht das. Machen wir es einfach identisch nach unten. Und als weiter. So, einen Bäcker haben wir noch. Das heißt, wir brauchen noch zwei Nicht-Viehzüchter. Das kommt erst noch. Erstmal ein Bauer. Wie viel Gold habe ich noch? Das ist wichtig. Wir haben 14 und hier drin sind 4. Okay, 14. Ja, das langt. Machen wir noch den Schweinezüchter und die Metzgerei. Dann haben wir es ja im Grunde genommen auch schon wieder. Genau, Bäckerei wird gebaut. Butter ist da. Einen Winzer bräuchten wir dann auch noch. Winzer kann man hier irgendwo hinknallen. Braucht wieder Holz. Holz haben wir aber mittlerweile, glaube ich, reichlich.
So. Ja. Genau, der kann hier unten dann an der Rückseite sozusagen seine komischen Reben hochziehen. Sind dann was? 11 Stück. So, jetzt hat er genug. Dann brauchen wir noch einen Bauer Winzer. Wenn das hier fertig gebaut ist, haben wir dann 2. Genau, und für den unten machen wir gleich nochmal einen. Und wenn das hier alles... Ja, halt, wir brauchen hier Schweine. Die Schweinerei brauchen wir auch noch. Viehzucht. Direkt dran. Würde ich fast sagen. Lass mir erstmal nur einen das Ganze hier planieren. Das unten ist schon planiert. Erstmal das Haus gebaut, dann geht's weiter. Lieber ein bisschen zu viel... Ja, ein bisschen zu viel Farmerei, als dass die Arbeit im Betriebe schon stehen und es ist noch kein einziges Stängelchen Korn gewachsen. Das wäre auch ungünstig. Ja, das frisst wieder ein bisschen Holz, aber haben wir noch. 23. Ja, und es wird ja produziert. Hier haben wir 3. Ich würde sagen, der äußerst linke, der macht mal nur die Fällerei, genau wie das hier. Der rechts kann mal beides machen. Aber wäre schön, wenn man es irgendwie hätte, ne, dass man den quasi zum reinen Förster macht. Das wäre doch auch ideal. Dann geht einer los und pflanzt nur Bäume und die anderen hacken sie weg. Ne? Die Siedler. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. So. Felder bräuchten wir. So ganz grundlegend. Hier wird dran gearbeitet. Genau, Winzer haben wir, ne? Ja. Und... Viehzüchter bräuchten wir dann für die Zukunft und einen Bauer-Winzer. Schön das Gold im Auge behalten. 12 Stück. Wahrscheinlich dann 10. Das reicht. Gut. Und wenn die Sachen erstmal fertig sind, dann kommt das Material ran. Können wir die nächste Fuhre machen. Und dann wird das gebaut. Dann machen wir das hier. Ach komm, machen wir es direkt. Dann ist hier direkt Feierabend. Danach wird das hier angeschlossen, sobald das hier steht. Ja, dann kommt die Metzgerei und Co. Ne, eigentlich nur die Metzgerei. Gerbereien, was wollen wir ja nicht, haben wir gesagt. Finden wir extrem schlecht. Genau, wenn das gebaut ist, kommt das danach. Material läuft. Das ist hier die komische Futtergasse, quasi das Agrargebiet. Ja. So, wieder einmal das Gebäude hochziehen. Winzer arbeitet, die arbeiten hervorragend. Was ist eigentlich die Aufgabe hier? Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Barbaren über uns herfallen. Bereitet die Verteidigung sorgfältig vor, sonst werden sie eure Stellung überwinden. Ja, genau. Genau so und nicht anders. Habe ich mir schon gedacht. So, hier unten hätten wir dann noch Eisen. Ja. Jetzt. Im Grunde haben wir alles, oder? Es fehlt nur noch die Metzgerei und dann haben wir es auch schon. Was hier produziert wird, können wir direkt hier unten vermetzgern. Sozusagen. Butter ist da. Das können wir dann bei Zeit mal reparieren lassen. Einfach nur, damit es schöner aussieht und nicht mehr brennt. Ja, so ein Pferdchen hätte ich aber ehrlich gesagt auch gern. Gerne. Vielleicht diesmal mit mehr Kavallerie arbeiten. Wäre mal eine Maßnahme. Heute machen wir mal die Pferdchengeschichte. Weil die sind wahrscheinlich sowieso die stärksten Einheiten, schätze ich mal, oder? Sind schnell. Ja. Ich glaube, so ein Trupp von Schwertkämpfern ist auch stabil. So. Jetzt die Verwurstung und dann haben wir es auch schon. Wir müssen sowieso in die Richtung, heißt, wir können es ja alles hier unten weiter ausbauen. Gut. Damit haben wir Wurstfleisch. Jetzt haben wir die Nahrungsmittelgeschichte komplett abgedeckt. Sobald das fertig ist, geht es oben weiter. So, die anderen Arbeiter gehen schon mal nach hier. Oder ich fange schon mal an mit... Ne, wir brauchen zuerst... Ganz bestimmt brauchen wir zuerst mal Gold. Wir haben noch 10 Brocken, das ist schlecht. Steine werden abgehauen. Holz kommt auch ein bisschen rein. Das läuft.
Wie viele Arbeiter haben wir? Wie viele Träger? 15, ja. So, das unten zuerst, bitte. Aber die arbeiten fleißig. Gut. Das Gebäude wird derzeit noch errichtet. Ist mir auch klar. Halt, Metzgerei braucht einen Metzger Gerber. Ja, Gerber für Rüstungen. Was macht der Gerber noch? Der macht nur Rüstungen, oder? Waffenmacher würde Waffen machen. Mhm. Brauchen wir die? Eigentlich nicht. Wir wollen uns ja auf die Eisensachen konzentrieren. Hier muss irgendwann die Kohle abgebaut werden. Was sind das? Zwei Kohlewerke, Kohlebergwerke und hier oben dann die Eisengeschichte. Könnte ich ja schon mal hinsetzen, aber ich glaube, ich lasse es. Gut. Dann auf in den Norden. Hier hin, oder? Wo können wir das bauen? Goldmine passt hier hin. Und darunter direkt das Kohlebergwerk. So, vielleicht, dass wir möglichst alles aus dem Berg ziehen. Ich weiß nicht, wie weit das ist, ob das einfällt. Jetzt steht es hier genau mittig. Ich mach's mal nach oben. Notfalls könnte man hier unten dann noch eins hinpflanzen. Für den Fall. Genau, der ist auch am Buddeln, das ist toll. Das heißt, der Rest kann schon mal die Wege bauen. Brauchen wir viel Stein. Hier baue ich dann einfach nochmal einen Steinmetz hin. Steinbruch. So, zack. Können Sie schon mal das Material hinkarren. So, das heißt, wir brauchen einmal Steinmetz. Aber jetzt erstmal, genau, Gold. Was ist das? Ach, halt. Wir haben noch 9 Stück erlangt. Genau, die Goldschmiede kommt dann direkt hier hin. Das heißt, hier wird alles sofort verarbeitet. Ja. So, pass mal auf. Die füttern wir wieder mal durch. Bevor ich mich vergesse. Hoffentlich kriegen sie einfach nur, naja, Wurst. Ne, das Material oben muss zuerst hochgekarrt werden. Die Sachen müssen erstmal stehen, dann kann ich nicht weitermachen. Dann werden sie gefüttert. Ja, oben wird gewartet. Fehlt noch ein Steinchen. Wir haben die schon noch, ne? 20? Ja, doch, ist wichtig, dass ich die baue. Heißt, ich brauche erstmal einen Steinmetz. Einen Steinmetz. Dann brauche ich einen Bergmann und einen... Ne, sind zwei Bergmänner. Zwei Bergmänner und einen Schmelzer. Der Schmelzer, der sie schmelzt, die Sachen, genau. So, wird das Material nach oben karren. Und der Steinmacher ist auf dem Weg. Und da ist er. Geht direkt in die Arbeit. So ist das die richtige Einstellung. Und er läuft auch nur 2 Meter weit. Hervorragend. Ja, genau. Kohle ist wichtig. Wie im echten Leben. Ihr baut das aber schon, oder? Es fehlt nur das Material. Sehe ich das richtig? Nee. Ich habe das... Oh, ich muss das da runterbauen. Das hier steht das. Hier ist ein... Ach, das war wieder dumm. Das war wieder sehr dumm. Egal, egal, egal. So, eventuell muss ich dann hier irgendwann mal die nächste bauen. Das heißt, ich kann die ja schon mal anlegen. Oder ich kann es nicht. Na, ich bin unschlüssig. Wo kann ich das denn bauen? Hier könnte ich es bauen. Kann ich ja schon mal hinkleistern. Das heißt, da sollte ich dann vielleicht die Kohle auch relativ weit oben mal abbauen. So vielleicht. Dass ich dann eventuell hier wieder was bauen kann bei Zeiten. So, Goldmine läuft auch. Wenn die steht, kommt die Schmelze. Ja, ja, komm. Mach's nicht so spannend. Ach, da ist ja auch alles voller Gold. Okay. Sehr schön. Also, wird verwurstet. Am besten direkt hier oben. Machen wir gar nicht lange rum. Gut. Gold. Brauchen wir natürlich auch für die Soldaten.
Ich würde sagen, wir machen den Weg direkt schon mal hier hin, oder? Aber wir schließen es nicht an. Nicht, dass wir noch mehr von denen bräuchten. So, der Schmelzer wartet. Da kommt der Stein. Oder nicht? Nee, eigentlich nicht. Wir werden wieder querfeld ein. Gut, jetzt haben wir die Goldgeschichte hier fertig. Das heißt, da hinten mache ich auch nochmal eine kleine Goldmine. Kann schon mal einer buddeln. Für die Zukunft. Genau. Hier haben wir die Kohle. Jetzt ist der Süden dran. Was haben wir hier? Eisenmine. Vielleicht ein bisschen zentraler, oder? Kann der den ganzen Berg hier entfernen? Ja, ungünstig. Ungünstig gesetzt. Heißt, wir brauchen mindestens einmal Kohle. Da ist der Weg. Einmal Kohle. Ja. Gute Frage. Zweites Mal hier vielleicht. Muss mal darauf achten, wie sehr die das hier ausbuddeln oder wegbuddeln. Gut, hier haben wir das Futter. Den Weg müssen wir direkt schon mal hinbauen. Das heißt, die ganze Verarbeitung machen wir hier auch dazwischen. Ja. Komm, die müssen so oder so angeschlossen werden. Können sie direkt nach rechts abtransportiert werden. So, und hier kommen dann die ganzen verarbeitenden Betriebe hin, Stück für Stück. So, dann kommen die Steine hier runter. Wir haben wieder jede Menge Steine, wir haben Holz. Ja, das Gold geht zur Neige, aber sollte jetzt dadurch... Jawohl, Kohle ist da, Gold ist da, perfekt. Haben wir irgendwas an Material? Nee. Keine Kohlen, kein Eisenerz, kein Erz. Macht nichts. Oh, Speicherung. Aktivieren. Ach ja, da haben wir gesagt, wir wollten eigentlich mal die Leute füttern. Machen wir das zuerst. Das mal als allererstes. So, und hier unten brauchen wir dann dreimal Bergleute erstmal. So, das Zeug haben wir eh. Bergmann, 1, 2, 3, aber erst wenn sie gebaut sind, logischerweise. Die lassen sich nicht rumstehen und hungern. Das kann noch ein bisschen dauern, weil jetzt die, ja, weil Fütterungszeit ist für die Herrschaften. Ich wünschte wirklich, man könnte den irgendwie außer Betrieb nehmen, dass das Material rausgedingst wird. Was ist denn das hier? Zur Reparatur und Warenlieferung, ja. Ja gut, hätte ich schon, als der Kampf entschieden war, hätte ich die schon freischalten können, beziehungsweise blockieren können, die Zufuhr, aber naja. Naja, sag ich mal. Gut, die ersten Steine werden rangekarrt. Ja, alles relativ... Hier ist jede Menge dann los. Ach, das soll schon reichen. Okay, 9, jawohl. Die ersten Goldbrocken kommen an, das heißt... Vielleicht schon mal ein paar mehr Gehilfen. Komm, wir machen erstmal die Gehilfen. Die bauen das Zeug auf. Und dann reihen wir ein. Na gut, es wird halt nichts transportiert, ne? Aber die. Klar, das Gold muss er wieder abholen. Dafür die Gehilfen. Läuft. Was haben wir gesagt? 3 Bergmänner bräuchten wir. Noch wird nichts gebaut, das ist gut. Haben wir noch ein bisschen... Ich kann sie ja schon mal einreihen. 1, 2, 3, genau. So, Steine. 2 Stück noch. Komm, ein einziger Stein fehlt noch. Dann können wir mit dem Bau beginnen. Herrschaften. Ein Stein, hallo? Das dürfte nicht so schwer sein. Ach, ich warte doch nochmal ganz kurz ab. So, offenbar ist der Weg gelegt, denn das Material, es kommt angelatscht. Genau, dann haben wir unten die erste Metallverarbeitung. Beziehungsweise hier das ganze Material. Dann müssen wir es erstmal schmelzen. Schmelzen, genau.
Das hier sollte ich vielleicht auch nochmal anschließen, weil es ja relativ, ne, relativ einfach geht. Genau. Aber erstmal natürlich muss das jetzt verarbeitet werden. So, jetzt war ich wieder zu langsam. Drei Mann. Das war die Kohle-Geschichte, richtig. Hier haben wir dann das Eisen. Muss eh noch gebaut werden. Ja gut, war doch nicht so das Problem. Der erste läuft jetzt los, der zweite... Die wird ja sowieso nicht schon mal in die Richtung laufen. Was ich aber gesehen habe bei der Kaserne, ich habe glaube ich so einen Wegpunkt irgendwie gesetzt. Bei einer früheren Folge habe ich das gesehen. Keine Ahnung, ob das der Standort ist. So, was haben wir jetzt? Eisenschmelze, perfekt. Wird direkt vor Ort verwurstet, keinen weiteren Wege, kein Stein wird verschwendet. Perfekt. Ich weiß noch nicht, wie hier die Zusammenstellung ist. 1 zu 1, 2 zu 1, weiß ich nicht, 2 zu 3, keine Ahnung. Ich mache einfach mal. So, und während die noch beschäftigt sind, können wir schon mal hier oben... Hier können wir nicht. Kann aber zumindest mal eine Eisenmine, eine weitere bauen. Das ist recht zentral, das gefällt. Ja. Direkt nach unten wäre vielleicht ein bisschen viel steinerner Aufwand, oder? So, das Material wird rangekarrt. Ja, das ist natürlich doof, dass ich jetzt da oben die Wege hier baue. Es müssen da auch nochmal die Sachen hingestellt werden. Genau, einen Schmelzer bräuchten wir jetzt. Für da unten. Und jetzt haben wir das Material da, das heißt weitere Gehilfen. So, Futter läuft. Ja, jede Menge. 12, 82, 102. Ja, ich glaube... Das ist momentan nicht so das Problem. Und wir gehen ja eh wieder auf Eisen. Die stärkeren Einheiten. Auf der anderen Seite, ja, 75. Vielleicht so ein bisschen Miliz. So zum Spaß vielleicht. Aus Spaß und der Freude machen wir noch einen Schreiner. So. Wobei eigentlich auch gegen Kavallerie so billige Pekiniere gar nicht mal so schlecht. Ah ne, brauchen wir wieder Lederrüstungen. Ja, okay. Wir haben 10 heute, vielleicht... Na, vielleicht machen wir doch mal den Gerber. Wenn wir schon mal mehr oder weniger dabei sind. Können wir die Schweine direkt verarbeiten. Doch, mache ich auch mal. So, und Eisen wird produziert. Hervorragend. Was brauchen wir denn da? Der Gerber ist ein eigener Bereich. Gerber, Metzger, Gerber, genau. Der Metzger, Gerber. So, mehr Eisen brauchen wir. Wenn ich es da oben anschließe, ist auch doof. Hier sind die Bearbeitung. Ich muss so oder so da runter, oder? Ja, eigentlich schon. Das ist jetzt hier ein bisschen viel los. Man könnte auch eine zweite Dings machen, wenn wir eh genügend Holz oder Steine haben. Das sind ja 62 und zwei von denen. Ach komm. Ziehen wir einfach hier am Rand noch den zweiten Weg hoch. Denn jetzt wird hier das Zeug verarbeitet. Genau. Schön hier im Eck. Ja, sinniger wäre es nicht einfach direkt hier hinbeamen, ne? Dann können wir schon mal die Rüstungen zusammenkloppen. So, zack. Ja, Gerberei, der Rest arbeitet dran. Da ist die Mine. Den haben wir schon. Okay, das heißt, zwei Schmiede bräuchten wir. Zwei Schmiede und einen Bergmann. Zwei Schmiede und Bergmann. Ist doch rechts, bist doof. Zack. Das dauert noch einen kurzen Moment. Ach, ich kann sie ja schon mal machen, oder? Na, wobei, lieber einen Moment abwarten. Zur Warteschlange hinzufügen, ja. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Feinde erst dann wirklich aktiv werden. Ich meine, so war es auch in der letzten Mission, die ja so ein bisschen schwierig war oder problematisch, sag ich mal. Ich meine, es wäre vielleicht, naja, der Auslöser gewesen, dass sie irgendwann angegriffen haben. Ich bin nicht ganz sicher, aber es kann sein. Komm, zwei Schmiede und wir reden nicht mehr drüber. Den Bergmann, der wartet schon.
Hier haben wir noch den Metzger Gerber und da wird es auch schon fertiggestellt, genau. So, Leder. Das ist jetzt die Frage, was machen? Ja, hier ist schon ein bisschen viel los. Jetzt sollte man wirklich eine Umgehungsstraße bauen. Möglicherweise ja, okay. Einige arbeiten, der Rest steht daneben und guckt. Auch nicht schlecht. So, gehen wir direkt los und machen was. Wir haben gesagt, wir wollten eigentlich Pferdchen auf Pferdchen setzen. Die können wir hier ins letzte Eck setzen. Oder direkt hier oben. Das wäre auch eine Maßnahme. Wo ist die Pferderei? Da. Stall. Mittlerweile würde ich wirklich sagen, es würde sich lohnen, eine Umgehungsstraße zu bauen, weil hier ist einiges los. Material muss ja dann nach oben abtransportiert werden. Komm, machen wir das einfach mal. So, Eisenrüstungen bitte. Reichlich. Von oben kommt dann auch mehr Material. Ja. Ne, eine reicht da nicht. Dann machen wir gleich noch eine. Und direkt noch eine Waffenschmiede. Eine zweite. So, jetzt geht's hier aber richtig rund. Steine haben wir zum Glück noch. Ja, 62, 85 Holz läuft. So, was machen wir da jetzt? Vielleicht Langbogen hier von hinten reinschießen. Oder doch die Miliz. Die Miliz ist schnell aufgestellt. Als Kugelfang. Komm, mach einfach mal so ein 20er Block. Handäxte. Gold 36, perfekt. Das heißt, notfalls können wir auch die Soldatenproduktion anleiern. Da ist noch mehr Eisen. Ja, sollte ich vielleicht als nächstes mal in Erwägung ziehen, als quasi alles so linkslastig ist, ist Gold. So, woran hapert es? Haben wir nicht genügend Träger, Gehilfen? Ich brauche hier noch drei Gehilfen, dann haben wir das. Dann ist das Maß voll mit 30. Bauarbeiter an sich, nö. Nö, nö. Nö, nö. Was haben wir gesagt? Wir brauchen noch zwei Schmiede. So, vielleicht dann, wenn die Gebäude mal langsam angefangen werden zu bauen. Genau. Wir schauen mal an, wie sie wuseln. Gerade wenn ich sowas baue wie... Ja, Einheiten, die auch Schilde brauchen, dann lohnt es sich ja sowieso, noch einen zweiten Schmied zu bauen. Rüstungsschmied. Einer macht die Eisenrüstung, der andere macht den Eisenschild. Tja, der dritte stellt die Schwerter her. Apropos, mach mal was, du Affe. So, viele, viele Schwerter. Ja, sollen wir Nahkämpfer und Langbogenschützen machen? Wäre das vielleicht die bessere Variante? Versuchen wir das mal. Gehen wir auf Langbogenschützen und vorne die Reiterei. Ja, wahrscheinlich muss ich sowieso wieder dreigleisig fahren, ne? Ein bisschen was an Pikern vorne hinstellen, vielleicht Lanzenträger, dann brauche ich wieder die Lederrüstungen, beziehungsweise die... Ja doch, die Lederrüstung, genau. Könnte ich auch direkt anschließen. Bevor ich hier nur dumm Leder produziere, ohne irgendwas damit zu machen, kommen dann verwursten, was man hat, das hat man. Alles klar. Zwei Schmiede. Und was braucht ihr? Einen... Ich glaube, ein Schreiner ist das, oder? Ja, eine Schreinerine wird die Rüstungen herstellen. Futtertechnisch sind alle voll dabei, oder? 94, 103 und 4 Würste. Ja. Die guten Würste sind natürlich wieder so ein bisschen... Ach, die werden noch nicht abgeholt. Guck mal. Aber zumindest, ne? Siedler steil... Die Wurst wird direkt abgeholt. So, was haben wir gesagt? Wir wollten Schwerter produzieren. Und hier wollten wir Eisenrüstungen produzieren. Weil die werden hier schon produziert. Na gut, können wir immer brauchen. Mach du mal die Eisenschilde. Sagen wir so 20 Stück. Das ist grobe Marschrichtung. Jetzt haben wir noch zwei hier. Das sind 20 insgesamt. Hier sind schon 8 Rüstungen. Ui, sehr gut. Ach, wir haben sogar einen Grundstock an Waffen haben wir schon. Das ist gut. Ist sogar sehr gut.
zur Kohle fehlt. Ich hoffe mal, die arbeiten ja auch fleißig. Eisenerz holt gerade keiner ab, weil so viel gebaut wird. Na gut. Okay, machen wir das Ganze mal. Wir optimieren das Ganze. Den Stein müssen wir ja noch 55 haben, genau. Daran soll es nicht scheitern. Und da oben geht es ja dann irgendwann weiter mit dem Zeug. Genau, jetzt mal nach oben. Dann lassen wir uns hier oben versorgen. Falls es dazu kommt. Oh, speichern, nicht vergessen, nicht vergessen. Speichern, ganz wichtig. Ersetzen, läuft. Ställe haben Korn, genau. Haben wir denn schon Pferdchen produziert? Natürlich nicht. Das dauert wieder ewig und drei, weil kein Pferdemann da ist. Shit, ich habe den Pferdemann vergessen. Und du brauchst Lederrüstungen. Also 20 Stück, dann hast du was zu tun. Okay, dass mir keine Beschwerden kommen. Der macht Schwerter. Rüstungen und hier sind die Eisenschilde am Start. Alles klar. Weil wir schon so viele haben, hier haben wir ein bisschen weniger. Überall sind Arbeiter drin. Jawohl. Hier wird alles abgebaut. Auch nicht schlecht. So, da kommt noch mehr Eisen ran. Okay, wir haben von allem etwas, ja? Wir haben über 100 Fässer. Okay, das reicht, das reicht. Jede Menge Lederrüstung können wir auch wieder herstellen. Okay, okay. Im Überschuss kommt auch die Pferdmacherei, aber noch ist kein Pferd da. Das läuft aber. Nee, nee, das läuft. So, jetzt. Futter. Essen, essen, fassen, fassen. Genau. Gut, jetzt kann ich erstmal nicht mehr so viel machen. Ich könnte schon mal ein paar Wege in die Wege leiten, aber es wird hier gerade mit Futter versorgt. Das heißt, das hier ist leider unterversorgt. Das ist etwa die Höhe. So. Genau, Material kommt dann auch von weiter westlich. So. Lassen wir es mal beim Überblick. Aber ein bisschen arg weit. So vielleicht. Ja, anderthalb Stunden. Ja, doch, wir sind nicht ganz bei anderthalb Stunden. Eine haben wir aber gleich voll. Steine, das funktioniert. Wäre schön, wenn es hier schon einen Durchgang gäbe, aber ah, da fehlt noch eine Kleinigkeit. Ein bisschen mehr sogar. Das ist nur eine Kleinigkeit. Du solltest die Langbogen bauen, baust die aber nicht, weil... Achso, es macht Pause. Okay. Ich würde sagen, wir bleiben mal dabei. Irgendwann, wenn... Na, Holz... Nee, hält sich die Waage. Das ist schön. Offenbar 3, 2, 1 scheint so eine vernünftige Verarbeitungsmethode zu sein, oder? 3, 2, 1... Ja, ja, es ist wieder Nutzholz da. Was kommt da maximal? 5 oder 6 kommen da rein. Ja, könnte man natürlich noch verdoppeln. Ne? Da waren überall jetzt quasi 2, 3 drin. Da könnten beide ständig parallel arbeiten. Aber geht auch so. Da könnte man auch den Weg natürlich verkürzen. Wäre es hier optimaler, aber... Das stört uns nicht. Das machen wir eher so unter ferner Liefen, wird das hier geführt. Gut, Weg ist gebaut. Futter ist verteilt. Heißt, wir brauchen... Komm, machen wir direkt hier noch mehr Kohle. Wenn wir irgendwas brauchen können, dann ist es Kohle. Und hier kümmern wir uns um die Eisengeschichten. Fehlt da der Weg? Ja, Tatsache. Okay. Steine bitte nach Westen. Vielen Dank. Kohle können wir eigentlich immer und für alles gebrauchen. 74? Okay, das heißt, wir können sogar Soldaten... Reichlich Soldaten pumpen. Muss ich überlegen, noch eine zweite. Können wir auch noch eine zweite Schule? Und das bisschen Baumaterial. Das haben wir vorrätig. Hm. Läuft. Okay, eine weitere Schule. Dann können wir die zeitgleich pumpen. Und wir haben natürlich auch dann doppelt das Gold, das hier vielleicht noch rumsteht. Ja, noch geht's. Da bin ich, wie gesagt, mal gespannt, ob der
bis nach hier unten das abbauen kann, weil ich glaub's ehrlich gesagt nicht. Dass er hier das Zeug wegbaut, ist wichtig, weil dann können wir direkt hier die Goldquelle anzapfen. Wobei, ja, ich denke mal, Waffen, Rüstungen, das hat erstmal Vorrang. So, wie sieht's hier aus? Der macht immer noch. Dem fehlt's echt an Kohle. Jetzt haben wir doch schon 2 zu 1 mehr oder weniger, die. Verstehe ich nicht. Ist die Kohle. Ach, Moment mal. Können wir das irgendwie verteilen? Ne, Kohle bekommt. Achso, die Goldeisenschmelze. Die braucht viel, ja. Wieso können wir die nicht auf voll machen? Eisenschmelze bekommt jetzt nur noch einzeln Kohle. Oder 2. Goldschmelze, Eisenschmelze auf 4, die auf 5. Das. Weil Eisen haben wir, ne? Kohle eher nicht so. Ich stell's mal ein bisschen um. Ich hoffe mal, das war die richtige Entscheidung. Ach ja, Bergmann. Wie ist sie noch gleich? Das ist nur eine ganz normale Schule. Warum, ach so, es hat Material gefehlt. Ich würde fast sagen, wir machen 2 von denen. Wenn wir eh schon mal direkt daneben sitzen, oder? Ei, das ist schlecht. Feind! Das ist nicht gut. Und wir haben sogar Hunger. Ach, nicht doch. Ich hab. Oh, jetzt hab ich mich so aufs Bauen konzentriert, weil nichts kam. Lass das sein, du Schweinemann. Ach du Scheiße, das ist aber eine große Truppe. Ich kann sie mal zur Dings locken. Halt. Oh, jetzt ist schon zu spät. Die Türme bitte mal schießen. Ah, oh, sehr gut. Abknallen, die Schweine. Ach nee. Lass das sein, hab ich gerade erst gebaut. So, alle abschlachten bitte. Nein. Kämpft, Türme, kämpft. So, das ist wichtig. So, jetzt Feuer frei. Ja, los, erschießt die Schweinemänner. Boah, Schwein gehabt. Schwein gehabt, bauen wir es halt wieder auf. Boah. So, der kann weg. Jetzt haben sie mir sogar die frisch planierte Metallgeschichte hier platt gemacht. Was sind das denn für Assis? Okay, merke, wir müssen das anders machen. Hier brauchen wir also dann doch jetzt langsam eine Kaserne. Wieso schon wieder? Ach Gottchen, da sind sie wieder. Shit! Oh, nein! Oh, ein Engpass. Scheiße! Okay, knallt's ab. Den Rest machen hoffentlich die Türme, die hoffentlich wieder Steine führen. Bin ich mir das hier ein kurzer Spaß? Okay, es wird ein kurzer Spaß. Shit! Ach, na okay. Shit! Wo sind die Steine, wenn man sie am dringendsten braucht? Okay, ich glaube, ich lade mal ganz kurz. 8 war's, ne? Hoffentlich nicht zu weit. Okay, ich habe meine Lektion gelernt. Ich glaube, ich mache mal was anders. Ja, die werden gleich angreifen. Gruppe links um. Jawohl. Also mit dem Futter spare ich mir jetzt erstmal einen Moment. Ja, ich sollte auf jeden Fall schauen, dass ich hier hinter den. Vielleicht habe ich sie wirklich aggressiv gemacht durch mein Verhalten. Wer weiß. Vielleicht haben wir auch als Gesellschaft versagt. Wie wäre es mit einer Kaserne so? Greifen da die Schweine einfach an. Was mit meiner Pferderei? Habe ich jetzt schon wieder einen Gaul? Nee, noch einen einzigen Gaul habe ich. Okay. So, da stehen sie aber ganz gut. Schätze ich mal. Ja. So, eine Dreiertruppe. Perfekt. Ja, jetzt stehen sie schön hier im Eck und nerven, wenn jemand kommt. Das gefällt mir. Die sind Bollwerk. Okay. So, ihr arbeitet hoffentlich alle fleißig. Eisen, es fehlt an Kohle natürlich. Das war ja so ein ganz kleines Problem. Dann nehmen wir das da drüben mal.
Aber erst, wenn das hier gebaut ist. Planiert, bisschen Steinchen noch. Ja, ja, komm. Das kriegt ihr aber hin, ihr seid ja schon groß. Ich meine, wenn der Weg bis dahin gereicht hat in der Zwischenzeit, dann sollte das hier auch erstmal reichen. Dann bräuchten wir, wenn das langsam aufgebaut wird, die ersten Rekruten. Ach ja, zweite Schule. Oh, egal, machen wir es halt erstmal mit nur einer. Ja, Bogenschützen und... Eigentlich wollte ich ja Pferdchen machen, die Ritters. Aber irgendwie, wollen die nicht. Wir haben nicht ein einziges Eisenschild produziert, weil... Er hier keine Kohle hat. Okay, wie wäre es mit Folgendem? Du produzierst mal auch Eisenschilde. Vielleicht erstmal 10 Stück und dann sehen wir weiter. Wieso genau bekommen die... Ich verstehe es nicht ganz. Goldschmelze mal runter. 2 und 3 und die bekommen 5. Sehr schön. Was machen die mit den Eisenschilden? Werden die nicht abgeholt? Werden die gefressen? Ne, keine einzige Rüstung, kein einziges Eisenschild hier. Hervorragend. So, das wird gebaut. Heißt, wir bauen jetzt die ersten Rekruten. Dann haben wir auch was mit dem Gold. Können wir mit dem Gold was anfangen? Ja, das wird hier bearbeitet. Hier greifen sie ja nicht so wirklich an, ne? Die interessiert das nicht, die wollen hier unten angreifen. Vielleicht, weil hier links direkt der Feind ist. Und sobald ich die Kohle angrabbel, haut er mir auf die Finger und sagt, dat, 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 dat. So nicht. Ja, was machen wir da? Eigentlich, vielleicht einfach mehr Fernkämpfer? Oh, Quatsch. Ich würde sie gerne hier mit den Schwertkämpfern richtig aufhalten. Aha. Also sind doch Schilde da. Man muss nur meckern. Okay, das sind ganze Fernkämpfer. Okay, okay, okay. Weitere Rekruten. Komm, die packen wir mal hier dazu. Jetzt bräuchten wir halt die Schwerter und die Rüstungen, wenn es recht ist. Aber irgendwie die Eisenschilde, meine ich. Eisen kommt an, Kohle nicht. Warum? Sind die zu faul? Können die nichts abbauen, wenn es auf dem Weg steht? Ich habe keine Ahnung. Achso, da fehlt ein... Oh, ein verdammter Bergmann fehlt hier. Tja. Gute Frage. Keine Ahnung. Nächste Frage, bitte. Aber vielleicht war das wirklich der Punkt. Oh. Solange mal durchfüttern, solange hier nicht so viel zu tun ist, bitte. Was ist hier für eine Aufstellung? So. Dass die Leute noch anfangen zu lachen. Okay, stellen wir da runter. Für den Moment. Gut. Weiterer Schwertkämpfer kommt dazu. Hervorragend. So. Der kriegt auch was zu essen. Ja, es werden keine Schilde produziert. Wieso kommt hier keine Kohle hin? Es ist einfach keine Kohle da. Wie viel Eisen? Haben wir den Eisen gebunkert? 1. Also nein. Eisenerz? Ja. Oh, es geht los. Der nächste Schild kommt. Komisch. Sehr merkwürdig. Wenn ich das jetzt nur Eisen produziert, ich brauche die... Habe ich denn? Ja, so viel auch nicht. 1 und 1. Ja. Wir machen mal... Wo ist das? Kohle, Eisenschmelze, aus. Goldschmelze nur 1. Ta-ta-da. So, ich lasse das mal offen. Jetzt bitte mal vernünftig verteilen. Aha. Oh. Hä? Wahrscheinlich geht das jetzt zur Goldschmelze. So, wo kommt das hin? Eure Untertanen werden angegriffen. Von wem oder was? Achso. Shit. Er greift an, der Feind. Der Stinkende. So. Alles kaputt schlagen. Oh, jetzt stehen sie wieder gegenseitig auf den Füßen rum, die Dorftrottel. Mir nach, jawohl. So.
Die stinkenden Schilde und Schwerter. Da sind sie. Ich brauche sie, sie haben sie. Naja. So, bitte weitere Felsen schleudern. Danke. Naja, super. Schon bin ich aufgerieben. Und die Schweine machen sie vom Acker. Oh, scheiße, Mann. Bogenschützen, warum... Ach so, die Lederrüstung, die ich niemals... Ah, ich habe die nie gebaut, weil ich neu geladen habe. Scheiße. Jetzt habe ich auch keine Bogenschützen. Och, Mann, das ist doch für ein Arsch. Ja, 43 Leder. Das heißt, da mache ich jetzt auf jeden Fall noch mehr von denen. Noch eine Ledermacherei. Toll, toll. Heißt, wir brauchen einen Gerber. Da ist der Gerber. Oder? Halt! Nein, 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 nein. Halt! Ich brauche eine Schmiedin hierfür. Nein, eine Schreinerin. So. Endlich Hammers. Wir können natürlich auch ein bisschen was an Bollwerk aufbauen. Dass die Türme, naja, die so ein bisschen aufhalten und dann die Miliz macht das derweil. Komm, machen wir das. Ist auch nicht so viel. Warum haben wir so wenig Äxte? Handäxte. Ich habe das ja auch extra befohlen. Achso, ich habe gewechselt auf Langbogen. 20 Stück, genau. Die haben wir gemacht. Es fehlt halt jetzt an dem anderen Scheißdreck. Hervorragend. So, Rekruten. Aber gut, dass sie sich zurückgezogen haben. Das war wichtig. Mhm. Ich würde sagen, wir machen hier gerade mit der Kohle weiter. So, einmal und zweimal. So, zweimal Kohle, bitte. Heißt, zweimal Bergmann. Und dann weitere Rekruten. Jetzt habe ich so einen krassen Abwehrriegel und der hilft trotzdem nicht. Ah, ja. Könnte natürlich hier vorne noch weitere aufbauen. Dann könnte ich mir die Kohle schnappen. Ich will gerne noch weiter vor. Mhm. Machen die schönen Rittersleute. Jetzt können wir wieder auf Eisenrüstungen umsatteln. So, und woran fehlt es jetzt, Herrschaften? So, 14. Wir brauchen noch 5. Ja, Schilde. 5 Schilde brauchen wir noch. Du machst die 5 Schilde. Und du machst jede Menge Eisenrüstungen. So, Schwerter. Ja, ja. Armbrust, Pike. Nee, 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 nee. Was ist denn das Problem mit der ganzen Kohle? Ich verstehe das nicht so richtig. Das muss ich mir über kurz oder lang aber auch holen. Heißt, ich muss doch mal so grob in die Richtung schielen, zumindest. Hm. Da oben wird das gebaut oder auch nicht? Eins von beidem. Hier steht einer rum. Ein Bergmann. Ja, ja. Achso, das haben sie auch kaputt geschlagen, die Schweine. Ja, das mit der Abholung hier funktioniert ja auch hervorragend. So, Lederrüstungen. Ja, ja, die sind dabei. Ja, wenn ich irgendwo was baue, dann sind sie wieder alle beschäftigt und außer Haus. So, was haben wir gesagt? Hier brauchen wir 2 Bergmänner. Hier sind 2 Bergmänner, alles klar. Da kommt von Osten zumindest mal das Material rein. Könnt ihr auch so einen Abwehrturm hinbauen. Oder es lassen. Was ist, wenn ich denn hier ein Türmchen noch hinsetze? Geht das? Ja, das würde gehen. Das würde sogar auch hier gehen. Aber hier wäre es noch sinniger. Das heißt, was ich hier baue, kann dann zumindest mal nur beschützt werden. Dann locke ich sie vielleicht an. Weiß ich nicht. Boah, das war wieder mal scheiß verlustreich. Die wollen es aber echt auch wissen, habe ich so das Gefühl. Wie viele Arbeiter, wie viele Träger haben wir? 29? Ja, da fehlt einer. So, ein Gehilfe. Eine Menge Rekruten bitte. 14 Rekruten, genau. Können wir die Miliz mal aufstocken? Zumindest mal auf irgendwas. Hervorragend. Irgendwas ist gut. So, da haben wir davor so ein leichtes Bollwerk.
Ach, wieso sind die immer so schnell wieder leer geschossen, die Türme? Das verstehe ich nicht. Da sind noch wie viel drin? 5 Stück. Müssen die nicht 5 Leute ausrotten? Insgesamt 10, 20, 25 Leute platt machen, so irgendwie? Könnte mich irren, aber ist unwahrscheinlich. Aber das ist ganz gut. Wenn das hier fertig ist, ziehen wir uns nämlich zurück. Mehr oder weniger. Und bauen das hier. Dann sind die Arbeiter wieder hier unten beschäftigt. Aber dann haben sie das schon mal alles gemacht. Jetzt kommen sie bestimmt gleich an, weil ich hier wieder irgendein Gebäude baue. Und das gefällt denen wieder nicht. Mögen sie nicht. Ich möchte aber die Truppe, ehrlich gesagt, noch nicht zum Spähen losschicken. Halt, immer noch kein Pferd. Ey, das ist doch nicht wahr. Das verstehe ich einfach ums Verrecken, weil da kein beschissener Pferdemann drin ist. Ich dummer Idiot. Alles klar, okay. Ja, jetzt kann ich... Eigentlich kann ich darauf verzichten jetzt, oder? Ich kann sagen, ich mache die Schwertkämpfer. Ja. Es fehlt an Rüstungen. Hatten wir nicht mal 8 Stück? Was haben wir denn? Haben wir denn irgendwann mal irgendwas produziert? Ich verstehe es nicht. Der ist immer noch auf 5. Die Kohle holt keiner ab. Aha. Warum holt die Kohle gerade keiner ab? Kann man das mir jemand erklären oder wie? Das bisschen, was an Steinen transportiert wird. Achso, ein Baumaterial, okay. Na, ja, von mir aus. Von mir aus. Ja, sag ich doch. Muss man darauf achten, dass hier der Feind nicht anrückt. So, die Sachen werden hoffentlich irgendwann gebaut in dem Leben. Gut, so viele Arbeiter habe ich nicht, aber ich möchte jetzt ehrlich gesagt noch mehr von denen bauen. Kann ich denn ein paar mehr Bogenschützen bauen? Ja, das sind etwa 13 Stück. Machen wir so ein 20er Kontingent, dann haben wir die ganzen Bögen aufgebraucht. Können wir notfalls neue bauen. Zum Beispiel so. Weil wir machen ja sowieso mehr von der Sorte. So, Lederrüstungen. Ja, du stehst nur dumm rum. Hole Nuss, du machst aber die 20 voll. Gut. Das haben wir zumindest. Ne, haben wir nicht. Weil keiner die Sachen baut. Aha. Aha. Genau, das machen wir zuerst, dass mal die Kohle reinkommt, weil irgendwie scheint das ganz, ganz heiße Thema zu sein. Bauen wir Kohle, ja oder nein? Schwierig, schwierig. So, Bogenschützen, komm. Machen wir sie voll. Nächster Bogen, 3 und 3. Momentan alles perfekt. So, jetzt bitte mehr Bogenschützen. Einen weiteren Rekruten hätten wir gerne noch. Wenn sich jemand erbarmen würde, könnte. Wäre schön, wenn man die auch aufbessern könnte, die sogenannten Bogenschützen überhaupt. Dass sie mehr Schaden machen, mehr aushalten, so ein bisschen, ne? Starkkraftsteil. Jetzt brauche ich mal eine Rüstung. Ist das eine Rüstung? Lederrüstung? Ich glaube ja. Und zack. Ja. Sauber. Wir haben einen Grundstock an Billig-Soldaten. Das gefällt mir. Wir speichern. Das können wir mal so tun, als ob wir eine Armee wären. Gut. Wir wollten ja... Ja, soll ich noch eine... Komm, das machen wir über eine, oder? Weil so viel anderes Material bekommen wir auch nicht rein. Bergmänner sind am Arbeiten. Das ist gut. Wird hier abtransportiert, falls sie mal irgendwann was machen. Ah. Vielleicht mal ein weiteres Lagerhaus da oben. Vielleicht ist das wichtig. Naja. Oh, hier können wir jetzt ein Verbindungsstück bauen. Warum auch immer wir das tun sollten. Aber wir können es, deswegen machen wir es. Und Stein haben wir sowieso. 130, läuft. So, hier vielleicht mal ein bisschen... Oh, wir werden angegriffen von... Ach, von... Ach, diese Ratten. Guck mal hier. Nein. Anlocken, halt. Gut. Jetzt greifen sie tatsächlich meine Leute hier an. Los, jetzt mal die Türme, bitte.
Sehr gut. Stellung. Mitschießen. Greifen Sie also schon von oben an, die Schweinemänner. Halt! Ja, ja, ist mir aufgefallen. Ei, ich wollte mal einen Turm da hinten hinbauen. Hätte ich das mal gemacht. Ach du Scheiße, was ist denn das für eine Kackmission? Ich glaube, das wird übel. So, bitte die Steine rankarren. Moment, das lassen wir doch mal sein. Wir brauchen das Zeug woanders. Shit. Ach ja? Oh je, da fallen die Letzten. Das ist schlecht. Die halten echt was aus, die Ratten. Also schön beschießen. Noch ein paar Steinchen vielleicht hinterher, das wäre echt super. Oh oh, hoffentlich ziehen sie wieder zurück, weil sonst haben wir ein Problem. Ach ja? Da kommt die Miliz. Ja, die können wir ruhig beschießen, das gefällt mir. Au, oh, die da vorne, das gefällt mir nicht. Halt, die machen wir erstmal weg. So, was haben wir denn? Haben wir denn... Ritter könnten wir bauen. Sollen wir Ritter bauen? Ah ja, komm. Oh, jetzt fehlt dann den scheiß Pferden. Da kommt noch ein weiteres Pferdchen. Los, Rittergarde und... Ja, ist doch besser so. Zum Glück nur ein paar Arbeiterchen. Was haben wir denn verloren? Ach du Scheiße, wir müssen die ganzen Gehilfen erschlagen, weil die da hochgelaufen sind zu bauen. Oh, nervige Scheiße. Wie viel Gold haben wir noch? Das muss ich mich wieder aufbauen. Ne, nehmen wir das da drüben jetzt. Ja, das ist wahrscheinlich die sicherere Variante. Okay, neue Gehilfen, das ist schlecht. Sind mir alle abgeschlachtet, aber zumindest steht meine Abwehr hier noch. Vielleicht sollte ich doch mal drüber nachdenken, hier noch weitere Türme zu bauen. Zumindest hier nach Norden hin, dass das hier beschossen werden kann, wenn sie uns hier nerven. Ja, so vielleicht. Sollte bis nach da oben schießen, oder? Boah, die sind aber echt unangenehm, die Herrschaften. Yep. Genau. So, wie viel haben wir jetzt? 17, 4 Bauarbeiter. Ja, wir bauen ja nicht mehr so viel. Ja, hier wäre jetzt mal eine Direktverbindung tatsächlich Gold wert. Die sind aber auch ganz schön gemein. Was wird hier gebaut? Noch nichts. Erstmal der Weg. Okay, da fehlt noch ein Stein. Oh mein Gott. Da ist er, oder? Ja, das ist der Held. Meine Güte. Brauche ich keine... Was brauche ich denn nicht? Woran hapert es denn heute? Quoten. Halt, ich habe genug Gold, ja? Ach ja, ist er jetzt krepiert? Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich brauche ich wieder einen Bergmann. Oder steht einer rum? Ne, der ist natürlich höchstvermutlich tot. Das muss man noch machen. Das war das Lagerhaus. Ja, Bauen Sie jetzt mal irgendwas. Das wäre auch nicht schlecht. Ach komm. Mit so wenigen Bauarbeitern ist aber auch scheiße. Bauen wir nochmal 3 Stück. So, 11 Rekruten. Heißt, 3 Pferdchen. Mhm. Hier geht's ja richtig ab bei uns. Ich hätte gerne sehr, sehr viele Pferde, ehrlich gesagt. Achso, da brauchen wir auch einen Rekruten. Den Weg machen wir auch noch. Gold. Haben wir noch 11. Ja, ja, ein bisschen was geht noch. Wenn die das irgendwann mal aufbauen in dem Leben, dann haben wir es auch. Ist das Material schon da? 3 und 3. Ja, 3 und 2. Perfekt. So, nächster Turm. Es fehlt ein Rekrut. Habe ich jetzt wirklich...
Wieso habe ich dafür keinen Rekruten? Ich brauche doch die ganze Zeit welche. Klingen und läuft hoffentlich nach oben. Zum Soldaten ausgerüstet zu werden. Nee, nee, du gehst mal schön hier hoch. Wo auch schon die Munition wartet. Sehr schön. Weil das ist ja nur Stein und Stein haben wir ja ohne Ende. Ich glaube mal, das... Bitte? Was war das? Tot. Wurden wir angegriffen? So, mach mal schneller Pferd, du Affe. Futtertechnisch, wie sieht's aus? 122 Brot. Okay, ich glaube, wir stellen mal die Stelle ein bisschen weiter nach vorne. Lederrüstungen, produziere du Stück. Langbögen, produziere mal ordentlich. Gut. Gold wird wieder abgebaut, alles klar. Ja, erstmal die Türme hier hochziehen. Da am besten nochmal einen und dann machen wir nochmal. Versuchen wir nochmal mehr an mehr Gold zu kommen, so rum. Ein weiteres Mal Goldernte. Alles klar, hier oben. Ja, ich möchte gerne so Stück für Stück, dass sie immer beschossen werden, wenn sie einen weiteren Turm angreifen. Das ist eine intelligente Idee, eigentlich schon. Hochintelligent sogar. Ja. Einer buddelt. Komm, wir machen das mal. Geht nicht. Shit. Au. Verdammt. Nee, hat sich erledigt. Hat sich dann erledigt. Ja, nee, ich kann das nicht machen. Ich komme da nicht durch. Der muss mich erstmal buddeln. Und das will er nicht, dann eben nicht. Heißt, dann müssen wir das hier irgendwie bauen. So, zack. Alles ein bisschen umständlich heute, aber... Zumindest hier ist der Weg geebnet. Ja. Und das hier muss auch mal schlanker gebaut werden. Verbindung auch nach Westen. Sehr schön. Ja, erstmal Türme. Türme, Abwehrtürme. Hier fehlt ein Rekrut. Da oben braucht man auch gleich... Ah, gut, die laufen eh alle rein. Halt! Gold wird abgebaut, aber nicht abgeholt. Aha. Und ist besetzt. Läuft nach oben. Sehr, sehr schön. So, Pferdchen. Es fehlt an Rüstung. What? 19 Eisenrüstung. Jetzt hat er kein Eisen mehr. Achso, weil ich die... Oh ja, ich habe sie eingestellt, umgestellt. Nein, ich Idiot. Ich habe doch gesagt, die... genau, die bekommen nämlich keine... Oh, das ist schlecht gewesen. Brauchen wir aber von allem etwas. Machen wir es mal so. So, habe ich denn... Woran liegt es jetzt? Haben wir nicht genügend Gehilfen? Ja, ich würde schon gerne auf die 30 wieder hochgehen. Wir haben nur noch 6 Gold. Das ist nicht gut. Ich brauche erstmal einen weiteren Rekruten für da oben. So, zack. Und das hier könnt ihr mal reparieren, wenn ihr da Bock drauf habt. Genau, nur falls kann man dann hier ein bisschen... Ach, halt mal, das ist ja komplett abgeriegelt, oder? Ne, die kommt da durch. Man kann nur nicht bauen. Alles klar. Das hier muss auf jeden Fall überleben. Das wäre mir wirklich, wirklich wichtig. Gut, Steine sind da, zumindest einer. Ein Stein, aha. So, jetzt muss es leider wieder stehen. Ich habe Hunger. Woran hapert es an den Rüstungen, ja. Okay. Haben wir kein Eisen für die... Ja, machen wir es eher mal so. Primär. Sehr schön. Eisen wird hergestellt. Und... Der Eisenschild wird produziert. Sehr schlecht. Wir brauchen was anderes. Junge, Junge, Junge. Und ich bin gerade mal dabei, hier alles, ne, aufzubauen. Ich habe noch nicht mal angegriffen oder bin auf die Idee gekommen, könnt ihr mal angreifen. So, weitere Lederrüstung für... Wir haben jede Menge Bogenschützen, könnte ich ausbilden. So ist es nicht. Dafür bräuchte ich dann wieder das Gold und das ist gerade so ein bisschen rar gesät. Heißt ja im Grunde einfach nur, wir bauen das wieder auf. Und das hier, ich glaube, das produziert nicht mehr so viel. Heißt, wenn er da drin steht, hier ist nichts mehr zu holen, oder... Ich gehe mal davon... Ach, guck mal, die haben das
Diese Ratten. Da oben stehen sie und sagen nichts. Okay. Pass mal auf. Die haben die gleiche Reichweite wie wir. Ich meine, wir könnten sie wegschießen da oben. Ja, das wird aber ein bisschen schmerzhaft. Jetzt können wir immer nur 3 gegen 3 schießen, da verlieren wir. Hurra! Oh, wie schlecht! Knallt sie ab, ihr Idioten! Oh, ganz schlecht. Okay, ja. Einmal. Und die letzte Kohle holen wir auch noch. Holen wir auch noch raus. Hier wird was gebunkert. Ach, das Gold gebunkert. Ach, guck mal. Sieh mal einer, guck. Dann haben wir sie ja doch. So, kurz oder lang müssen wir uns das hier und mich auch noch schnappen. Eisenerz und keiner holt's ab. Aha. Stell dir vor, es gibt Eisenerz und keiner holt's. Nun. Ja, Ritter. Was haben wir jetzt? Schilde fehlen. Wir haben noch jede Menge Schwerter. Ihre 6 Rüstungen bräuchten wir noch. Hier werden Rüstungen produziert. So, mindestens 2 haben wir wieder. Sagt wer? Hä? Sind die verrückt? Ja, die kommen mal ganz gut durch, so. Alles klar. Wir haben jetzt so viele Abwehrgebäude. Oh nein, jetzt kommen sie in Pikern an. Egal, muss sein. Drauf. Ja, wieder ist einer krepiert. Schlecht. So, die müssen natürlich zuerst mal vernichtet werden. Läuft. Erst wurde gesteinigt. Eine gute Entwicklung. So, 2, 3 Pferdchen. Oh, jetzt hungern sie schon wieder, die Affen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr von allem. Vor allem aber auch die guten Bogenschützen. Jetzt fehlt es an Rekruten. Kriegen wir hin. So, füttern. Wir mit denen zusammen. Und 3er-Trop mitten reinstellen. Tja, so richtig geil ist das nicht. Aber naja. Ja. So, einmal. Komm, bauen wir direkt die Hütte hier auf. Erstmal ein bisschen defensiver spielen, weil, ne, diese komischen. Die haben noch ein paar von ihren ungünstigen Barbaren, schätze ich mal. Das ist, glaube ich, mit Rittern ganz. Sind wir ganz gut bestellt. So, die sind nicht mehr hungrig, hervorragend. So, Fernkämpfer, Nachkämpfer. Nachkämpfer, ja. Speichern. Gegend sondieren. Ich muss wissen, was hier abgeht. Ich möchte nicht immer 5 Minuten vorher. Ne, 5 Sekunden vorher informiert werden. Wir werden angegriffen. Das muss aufhören. Ach, guck mal. Wo ich wohl was verloren habe an Einheiten? Ich hoffe nicht. Spaßig ist es aber auch irgendwie hart, oder? Ich meine, so beschissen. Halt! Oh, nicht doch. Alles klar. Was steht da? Oi, 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 die Barbaren. Die Barbaren, das ist nicht gut. Was ist los? So, da bräuchten wir jetzt einen Rekruten, der da reinlatscht. Nein, nein. Oh, Idiot. Na komm, dann mach's doch. Und für die Zukunft bauen wir hier mal Eisenmine und Co. Oder bereiten schon mal vor. Das wird gebaut. Okay. Weil früher oder später wird sowieso wieder irgendwas nicht funktionieren. Und wenn es irgendwas gibt, worauf ich richtig Bock habe. Ach, das geht wieder nicht, ne? Der kommt da unten nicht ran. Ich gehe mal davon aus, dass der hier fertig ist.
Kohlebergwerk. Komm, wir hauen das mal weg. Bauen es direkt einen Meter drunter wieder auf. Genau, die zwei können ja direkt wieder dort arbeiten gehen. Einen mehr hätten wir da. Ich habe, glaube ich, ein bisschen wenig Arbeiter, kann das sein. Ein bisschen wenig Gehilfen auch, so. Weil der kommt irgendwie nichts mehr richtig an. Also bräuchten wir jetzt mindestens einen Bergmann. Da oben, oh, da ist einer. Hier ist der Blaue. Die haben ja alle diese Schweine. Vielleicht mal mit einem einzelnen Bogenschützen ran und nerven? Ja, das mit Pferden funktioniert auch ja so suboptimal. Ja, Also sie greifen zumindest, ja doch, mit Pferdchen greifen sie auch eigentlich schon an, so. Könnt ihr mal zum Anlocken benutzen. Zumindest die im Westen hauen wir die mal weg, oder? Das heißt weghauen, die werden uns weghauen, aber... Vielleicht erstmal, dass hier aufgebaut ist, so die Abwehr, vielleicht? Ja, jetzt fehlt es natürlich an Rekruten. Aber wir müssen doch eigentlich wieder ein bisschen Gold reinkriegen. Wir haben zwei... Ja, es holt keiner ab, das ist das Problem. Also ich würde fast sagen, ich baue da oben mal eine weitere Schule auf. Das ist mir gerade ein bisschen zu doof. Oder auch nicht. Weil hier wird es produziert. Oh, zu steil. Ich soll darauf achten, dass mich jetzt keiner angreift, weil das wäre ungünstig. Ich bin hier gerade beschäftigt. Boah, anderthalb Stunden haben wir schon. Okay. Wir brauchen Schilde. Schilde. Wir haben viermal vier Rüstungen. Jetzt bräuchten wir eigentlich 1 oder 4. 4 Schilde. Mach du mal auch ein Schild. So ist fein. So, der produziert. Jetzt haben wir zwei Schilde. Das heißt, wir haben gleich wieder zwei neue Ritter. Vielleicht ist in der Zwischenzeit noch ein weites Pferd. Da, holt das Pferd. Hol das Pferd. Fein. Ja, wo ist das Pferdchen? Okay, wir brauchen einen Rekruten, der hier arbeitet. Ist schon auf dem Weg. Ne, ist der Bergmann. Der ist auch noch ein bisschen beschäftigt, wahrscheinlich wegen diesem einen Feld. Und der hat hoffentlich auch noch was zu tun. Das wäre jetzt, können wir nämlich hier die Gesteinsgeschichte aufbauen. Goldgesteins hier. Goldgestein, darum geht's. So, eine... Ja, ich weiß nicht, eine Linie... Ist da schon besser, aber wir nehmen ein bisschen viel Platz weg. Ja, ja. Und hier machen wir logischerweise zwei draus. Ah, zwei, so. Zack. Noch greift keiner an. Toll. Hoffentlich haben sie kein Gold mehr oder kein irgendwas mehr, um anzugreifen. Man wird ja mal wieder träumen dürfen. So, alle vier Pferde sind verbraucht. Hervorragend. Ich will jetzt mal gucken, was haben wir? Wir haben... Jede Menge, wir haben 8 Waffen noch, das heißt 8 Schilde, 8 Rüstungen bräuchten wir. Was auch immer er jetzt zaubert. So, du machst die 8 Rüstungen und du machst 8 Schilde. Wird irgendwas produziert gerade? Ist egal. So, Schwerter. War auch schon lange nicht mehr produziert, weil der irgendwie gar nichts bekommt da unten. Ja, haha. Das wird gebaut. Mehr oder weniger, okay. Wir haben eh noch Stein oder Ende, oder? 66, joa. Könnte man das ja mal verbinden hier hinten. So. Die haben Hunger, aber Futter dürfte eigentlich kein Thema sein. So, hier haben wir gar kein Gold mehr, das ist schlecht. Da haben wir 34. Weitere Soldaten, Rekruten. Ja, solange ich es hier oben dann produzieren kann, ist es mir relativ egal. Einiges an Türmen haben wir, aber wenn der nächste Angriff kommt, haben wir wahrscheinlich eher ein Problem. Und keinen Spaß. Ja, wir haben noch Eisen, aber es holt keiner ab. Habe ich da wieder irgendwas umgestellt? Oder was? Nee, Rüstungsschmiede, Waffenschmiede, müsste eigentlich alles laufen.
Waffenschmieden, Rüstungsschmieden sind alle voll. Eisenschmelze, ja. So, eigentlich dürfte das alles gar kein Thema sein. Eigentlich, ja. Und ich brauche wirklich mehr. Ja, mehr Arbeit, mehr Träger viel eher. Ich brauche einfach mal mehr Gehilfen. So, wieder auf Rekruten. Und das hat. Da hat auch keinen Bock, das vielleicht zu bauen. Doch, jetzt. Also machen wir gleich mal so eine Batterie aus weiteren Rekruten. Das ist auch eine schöne Abwehrriegel. Die werden auf jeden Fall nach unten getrieben. Leider kann man hier nicht irgendwie Mauern oder sowas bauen. Das wäre natürlich auch ganz knorke, aber ist leider nicht. Ja, ja. So, so. Okay. Weitere Pferdemänner. Rüstung, jetzt fehlt es am Pferd. Okay. Pferdnotstand. Na okay, damit kann man aber leben. Wie sieht's aus mit Bogenschützen? Können wir noch 6 Stück zaubern? Ja. Sollten wir vielleicht mal wieder ans Futter denken. So, hier mal schön mittig. In 3 Reihen, wenn es recht ist. So. Überlegen. Wenn alles gebaut ist, das ist auch gebaut. Perfekt. Füttern. Essen, fassen. 33 und 5. Ja, machen wir die 35, oder? Hier ist alles voll mit Gold. Ja, oder wir lassen es. So, Rekruten. Also, Lederrüstungen. Wieder vernachlässigt, macht nichts. Das ist eher so, ne, ferner liefen. Langbögen. Und ein neues Pferdchen ist da. Aber es fehlt ein Rekrut. Aha. Jetzt kommen sie zumindest mal eben, ich glaube, ein 12er-Trop kommen sie angedackelt. Vielleicht ist es bis dahin. Oh ja, sehr schön. Ein Pferdchen kann ruhig ein bisschen mehr sein. Hab ich aber schon umgestellt, oder? Das Pferde. Genau, ich stelle es eigentlich auf 5. Vielleicht produziere ich einfach nicht so dermaßen viel Überschuss, dass es lohnen würde. Aber ich glaube, ja, hier leidet keiner Hunger. Leder wird halt ordentlich gebunkert. Das heißt, wir müssen eigentlich mehr Rüstungen draus machen. So, das war der. Genau, wir wollten sie nerven. Komm, das machen wir jetzt mal. Gefüttert sind sie ja. Das heißt, wir gehen den mal ein bisschen auf den Keks. So. Weitere Kohlen. Muss alles geschröpft werden. So, machen wir gleich. Das hier ist höchstvermutlich fertig, ja. So, der kann zerstört werden, macht aber nichts. Weil im Westen geht's weiter. Immer. So, schon mal vorbereiten. Heißt wahrscheinlich dahin, ne? Ja, die können schon mal buddeln, das passt schon. Boah, das war sehr unwegsam hier. Aber vorbereitet sind sie dann schon mal. So. Was ist das? Ah, sehr gut. Perfekt. Das finden sie mich gar nicht geil. Oh, jetzt gibt's hart auf die Fresse. Ei, 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 ei. Ja, jetzt haben die Hunger. Stell dich mal auf in einer anderen Formation. Oh, oh, das wird ungünstig. Halt. So rum. 2 Reihe reicht. Hier alle mal Informationen. Nein, nein, ihr bleibt schön da, wo ihr seid. So ist nicht. Ach, das war's schon. So, zerhackt mal die ganzen nervigen Fernkämpfer. Überrennt sie, genau. So, schnell zurückziehen, wenn es geht. Ja, nee, zu spät. Ja, greift ihr wenigstens mit an. Verführt sie, bitte. Das will ich nicht mehr hören. Ach, direkt der nächste Trupp. Was ist denn jetzt los? Okay, das war schmerzhaft. Ist ein bisschen was draufgegangen, leider. Formieren. Ja, machen wir nochmal, oder? Die Idee war nicht schlecht. So, 2 neue Pferdchen.
werden dazu gepackt. Rekruten bitte. Die volle Dröhnung von allen. Nein, nicht Schmiede, Idiot. Rekruten, so. Hier haben wir gesagt, einen Bogenschützen zum Nerven. Ja, wahrscheinlich war das nicht noch nicht genug. Ich muss das Gebäude angreifen. Dann finden sie das richtig, richtig nett. Pass mal auf. Vielleicht können wir die hier schon ärgern. Ihr haut mal ab, ihr müsst nämlich hier unten Wege machen. Ja, ja. Ganz wichtig. So, die stehen da unten, glaube ich, ganz gut. So, wo ist der eine? Ach, da. Wir stehen auf dem Weg. So, Feuer. Finden die bestimmt nicht so gut. Ei, Fernkämpfer. Viele Fernkämpfer, nicht gut. Komm. Na, kommt. Aufs Maul. Paar aufs Maul, die Herren. Oh, da kommt einiges. Ei, Karamba, das ist zu viel einiges, glaube ich. Bogenschützen. Riesenbogenschützentrupp. Und hoch zu es. So, jetzt dazwischen gehen. Boah, die sind alle schon zertrümmert hier unten. Das ist aber schlecht. Mitgehen. Oh, eher draufgehen, ist hier angesagt. Weg hier. Boah, was ist das für eine kranke Truppe hier? Greift sie an. So, alle vernichten bitte. Und nur auf die harten Nahkämpfer losgehen. Was habe ich jetzt hier für Einheiten in der Hand? Oh. Ja, mach! So, ich hoffe mal, es ist ja nicht mehr so viel. Was ist denn das? Fernkämpfer-Schweine. Oh, Mann, du. Was ist das für ein verlustreiches Kämpfen? Ich meine, ich mache ich irgendwie einen Fehler oder so? Ich verstehe es nicht ganz. So, neue Kohlebergwerke, bitte. Denn über kurz oder lang werden die hier nichts mehr machen. Und da ist auch schon kurz und lang passiert. Weg damit. So, zwei haben wir noch hier. Da ist noch ein bisschen was an Gold drin. Hervorragend. Okay, weitere Rekruten. Mal schauen. Rüstungstechnisch können wir was brauchen wir? Wir haben noch 4 Eisenrüstungen. Ah, sehr gut. 1, 2, 3, 4. Und 1, 2, 3, 4 Schilde. Hier machen wir gerade weiter. Waffen. Brauchen wir Schwerter. Ja, wenigstens das funktioniert jetzt halbwegs. Wieso wird das hier nicht gebaut? Da haben sie. Haben sie keinen Bock drauf? Geht's ihnen gut? Material steht schon bereit. So, ich hoffe mal, dass sie keine Dings bauen können. Boah, diese nervigen Barbaren, die hauen hier abartig rein, ey. Oh, füttern. Füttern bitte. So, direkt zum Haupthaus. Ach du Scheiße, da, jetzt krepieren die an Hunger. Was eine Scheiße. Das hört mir auf. So, alle Essen fassen. Okay, Bogenschützen. Halt, das sind Schwertkämpfer. Das sind die anderen Bogenschützen. Hm, 3 Stück, aha. Gut, ist jetzt nicht so viel, aber ist auch nicht so wenig. Eigentlich schon, aber so, Langbögen bitte. Einfach mal so viele. Ich wünschte, ich könnte irgendwie unendlich einstellen. Genau wie hier. Einfach nicht mehr klicken, wie verrückt. Komm, das machst du am besten auch. Einfach Schwerter ohne Ende. Du machst einfach Eisenrüstungen ohne Ende. Und du machst einfach Eisenschilde ohne Ende. Und dann kriegen wir es hoffentlich hin. Du machst Pferde ohne Ende. Nee, machst du nicht? Gut. Was ist mit der Verteilung von... Ich meine, wir sind noch 5, aber er will einfach nicht. Vielleicht fressen die so dermaßen viel, die dummen Gäuler. Komm, Arschlecken. Jetzt machen wir noch mindestens eine Farm. Das kann ja so nicht sein. Okay, und dahinter jede Menge Farmland. Dann bräuchten wir einen, nicht Schmied, einen Bauernwinzer, genau.
Ah, es fehlt ein bisschen an Gold. Wie kann das denn sein? Naja. Ach, hier ist 39 Brocken, aber es wird nichts... Okay. Ja, ich brauche jetzt gerade mal mehr Gold, Rekruten. Mach das mal, krieg das mal hin. Krieg das mal gebacken. So, zwei weitere Pferdemänner fügen wir hier dazu. Hm. So, das Gefühl, ich brauche auch mehr von diesen lustigen Türmchen. Weil so lustig sind die gar nicht. Wenn ich das hier oben hinbaue, dann schießen sie mir den wahrscheinlich kaputt. Deswegen machen wir den da nicht hin. Aber vielleicht ein bisschen zentraler. Den einen oder anderen Turm. Wenn die von da oben noch kommen, das wird wahrscheinlich, ja, gemein. So, erstmal sollen die unten aufbauen. Unten ist noch nicht aufgebaut, es fehlt ein verdammter... Was fehlt denn da? Ein Stein. Wieso... Vier Arbeiter, okay. Glaube ich, mach mal Arbeiter. Einfach so drei Arbeiter, obwohl ich so viel nicht mehr baue, aber naja. Die produzieren hoffentlich noch, jawohl. Jede Menge Kohle und keiner holt den Shit ab. Und das wird nicht gebaut. Ja, wird noch errichtet. Lügt mich nicht an. Ach, aber der Weg da ist... Oh, ich habe einen Weg zugekleistert, okay. So. Wenn das hier fertig gemacht ist, dann geht's weiter. Aber ich wüsste nicht, wie ich das Ganze beschleunigen sollte. Irgendwie fehlt's immer an allem. Nie ist genug von irgendwas da. Okay. Hier sind's die dummen Pferde. Aber die sind doch wahrscheinlich die stärksten Einheiten, nehme ich nochmal an. Und sie... Ja, Angriff 3, Rüstung 2. 3, 2, das ist gleich in grün, nur ohne Pferd. Okay. Aber ich denke mal, die sind wahrscheinlich noch ein bisschen besser. Oder ist das einfach nur, weil jetzt ein Pferd... Aber wir haben doch die dummen Geuler. Das muss doch mal irgendwann hinhauen. Naja. Eure Gebäude werden angegriffen. Oh, ihr Ratten da oben. Jetzt kommen sie wieder mit der Scheiße an. Nein! Halt! So, die wollen unbedingt die Goldgeschichten hier platt haben. Okay. So, jetzt werden sie aggro. Verdammt. Oh. Gut, wenn sie die angreifen, kann ich sie wenigstens von hinten angreifen und schnell vernichten. Ja, die ganzen Türme. Da ist ein verrissen vom Steinschuss, Steinfall, wie auch immer. Oder der Abfall. Zurück. Eure Gebäude werden angegriffen. Ja, das täuscht aber auch. Wo man erzählt sich auch so viel. Ja, angegriffen oder nicht angegriffen. Mein Gott. Halt. Ihr geht mal auf die Piekser los. Wo sie mit so richtig krassen Trupps hier an. Und ich kann nichts mehr machen. Aha. So schön. Nein. Oh Mann, Pferd 1 verreckt, Pferd 2 verreckt. Greif mal die Pekiniere an. Die sind nämlich richtig asozial. Das gibt's doch nicht. Hm. Ja, Stapel angegriffen, du mich auch. Ach, da sind noch welche. Sowas Ungünstiges aber auch. Ja, wir gehen nicht wieder nach Hause. Ja, nicht. So. Und attackiert sie. Ein Steinchen wäre vielleicht noch ganz nett. Ach, hat keine Steine mehr. Okay. Boah, das sind so krasse Angriffe. Was ist das nur für eine Truppe? Jetzt ist schon wieder alles im Arsch. Irgendwie kann ich mich gerade so irgendwie halten und noch ist nichts vernichtet. Scheiß Fernkämpfer hier wieder. Auch geil.
Frage ist, kann ich mit so einem Trupp da angreifen, wenn die hier drei Türme haben? Ich glaube nämlich nicht. Wenn ich mit Fernkämpfern komme, dann nerven sie mich doppelt und dreifach, weil deren Fernkämpfer sind besser als meine. Ja. Oh, da kriegst du echt Kopfschmerzen bei der Scheiße. Ich weiß nicht, wie ich... Ich meine, ich habe jetzt ja schon alles zugeschissen mit Türmen und Co. Und die müssen doch eigentlich ohne Ende Gegner plattklatschen. Tun sie aber nicht, weil sie keinen Bock drauf haben. Hier, so ein dümmlicher Idiotentrupp macht mir hier komplett alles zunichte. Aber ich habe nicht genügend Eisen. Das hier zum Beispiel ist nämlich auch vorbei, ne? Ja. Ja, hier könnte man auch noch ein bisschen Eisen angehen. Unten ist auch bald wieder schon Feierabend. Boah, ist das ein beschissenes Hackmeck und immer ein dümmliches Hin und Her. Ich weiß echt nicht, wie ich das machen soll. Soll ich ein Riesenheer aus... Ja, Gold habe ich auch nicht mehr. Ne? Vor allem die blockieren das da oben, die Schweine. Hier könnt ihr vielleicht was bauen, oder? Könnt ihr mal versuchen. Ich baue... Ich gebe Gold in Auftrag. Also da kommen sie ran. Das weiß ich. Sind die Steine angekommen? Ja, da fehlt immer noch ein Stein. Nicht mal das kriegen sie hin. Bewegt euch jetzt. Ja? Los jetzt. Gut. Es ist ein Fass. Dass sie auch nicht allein in die Taverne können, finde ich auch ein bisschen dümmlich, ehrlich gesagt. Oder dass halt jemand rauskommt und das hier den Leuten entgegenwirft, das wäre auch vielleicht eine Maßnahme. Jo, ein weiteres Pferdchen hätten wir. Das ist natürlich toll. So, wie sieht's aus mit Rüstungen und so weiter? 11 und 14 und Schwerter, die werden alle gemacht. Irgendwie. Mit den Pferden funktioniert es halt nicht ganz so gut. Lederrüstung haben wir eh noch ein paar mehr, als wir brauchen. Armbögen werden auch am laufenden Band produziert. Könnten auch ein paar mehr Rekruten sein. Obwohl das Gold langsam... Ah, 46? Nee, es muss... Lieber 46 Soldaten als Goldbarren. So, und hier fehlt es an Stein, weil es wieder keiner abholt. Kann mal repariert werden. Ja, noch arbeiten da keine, aber das ist ja auch erst... Ja, es holt keiner ab. Ja, die ganze Chose gammelt hier vor sich hin, fault im Bergwerk und keiner bemüht sich. Ja, 3,5 Stunden. Dreiviertel. So. Verreckt. Yeah. So, Bogenschützen. Also Level 5. Ich würde sagen, wir machen mal jetzt ein bisschen Ärger bei einem, oder? Frisch gefüttert sind wir auch, mehr oder weniger, ja. Vielleicht kann man, vielleicht kann man den Norden angreifen. Ist das besser? Nein! Und direkt das erste Scheißpferd hat's verrissen. Er schießt da schon wieder. Ei, okay. Das war ganz gut. Ja, ihr könnt ruhig kämpfen, so ist nicht. Wir müssen nicht ganz dumm sein. Alles klar, alles klar. So, bewegt euch. So, genau, bewegt euch. Feuer frei. Ihr dümmlichen Idioten. Oh, diese Spacken, die einfach nicht das machen, was sie sollen. Kriege ich einen Anfall bei. Ich höre los. Gruppieren, Stellung, gruppieren. Vorwärts. Okay. Können wir die wieder rauslocken? Sie wehren sich nicht mehr, das ist gut. Keine Steine für dich. Wer keine Steine produzieren kann, der kann auch nicht Steine werfen. Okay. Der Leitschutz ist da. Die haben bestimmt gleich wieder die Steine, weil sie zu weit nach vorne müssen. Ich muss die wahrscheinlich wieder... Komm, die halbieren wir mal. Nein, nein. Sehr gut. Halten ab. Die Sau. So, das hier wird mal halbiert. Zack. So, ein Tropf nach unten, ein Tropf nach oben. So, ein Tropf greift den oberen an.
Und ihr greift den unteren an. Wenn sie mich jetzt angreifen, habe ich ein Problem. Egal. Komm, wir speichern das einfach mal. So, ihr seid die Oberen. Ja. Nee, ist okay. Ihr müsst nicht komplett verblödet sein. Lass das mal bitte sein. So, knallt ihm ab. Die Sau. So, ihr werdet nach da unten. Nein! Sei nicht dumm. Seid nicht dumm. Boah, es ist echt wieder zu viel verlangt, oder? Hier Sachen gleichzeitig anzugreifen. So. Gut, ich könnte natürlich auch den Turbo ausmachen. Dann kann ich es wahrscheinlich besser kontrollieren. Ja, ist schon richtig. So. Ich denke mal, zwei Reihen können schießen, bevor der sich wehrt. Wenn sie überhaupt noch Steine haben. Aber davon gehe ich mal ganz stark aus, wenn daneben der Steinbruch steht. So, das muss jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller als sonst vonstatten gehen. So, hoffentlich sollten keine Stinken. Hast du da attackiert? Achso, ja gut. So, angreifen. So, erstmal hier alles kaputt schlagen. Stück für Stück. Hier läuft hoffentlich alles auf Hochtouren. Ich hoffe es, ja. Cool, da haben wir wieder ein bisschen. Na, okay. Zumindest einen nehmen wir jetzt mal komplett aus dem Leben. So, wo sind seine. Ja, schlag ihn mal kaputt. So, hier Startgebiet. Hat der noch was Nerviges? Ich glaube nicht. So, erstmal alle kaputt schlagen. Scheiß auf die Männleins. Angreif. So, wir sind zwar eh durch. Können uns das zwar schenken hier oben, aber das lasse ich mir nicht nehmen. So, müssen darauf achten, nicht, dass jetzt irgendwie ein stinkendes Männchen kommt und alles vernichtet, was hier rumsteht. Das wäre schlecht. So. Erster Drop hier, zweiter Drop da. Nein! Shit! So viel zum Thema. Ach, nicht doch. Die sind zumindest relativ günstig. So, jetzt sind sie aber wenigstens im Nahkampf mehr oder weniger gebunden. Boah, ihr Rattengesichter. Das war doch wieder klar, diese Spacken, ey. Ach. Diese Schweine, ey. So, das ist die Dreckskaserne. Die kommt auch gleich weg. Aber erstmal werden hier keine Berufe mehr gelernt. So. Wir machen einfach mal mit. Und wenn die weg sind, weg ist die Kaserne, dann geht's weiter. Okay, Reiterei. Ja. Von? Wer nervt? Also wurde schon erschossen. Sehr gut. Also, Reiterei haben wir. Jetzt brauchen wir, was haben wir gesagt, Bogen. Bogenschützen. Haben wir zumindest ein paar weitere. Ja. Wieso greifen nicht sinnvolle Sachen an? Achso, die greifen die Infanterie an. Das ist doch gut. So. Schieß mal irgendwas kaputt. Ja. Was gerade im Weg ist, wird attackiert. Hervorragend. Hier kommt noch mehr. Eventuell Rückzug für weitere. Ja, Bogenschützen. Ja, eigentlich warte ich auf die Pferdchen, die niemals kamen. Eisenschilde, Eisenrüstungen, Schwerter. Okay. Müsste eigentlich laufen. Wenn es das nicht tut. Tja, das ist ein Bug. Hier fehlt ein Bergmann. Wie gesagt, einmal weghauen hier, oder? Nee, die müssen arbeiten, hier brauchen wir Gold. 61? Ja, vielleicht auch nicht. Aber ich lasse es trotzdem stehen, so wie es ist. Der hatte mal Kohle um sich herum. Das ist jetzt wahrscheinlich auch vorbei. Gut. Dann gehen wir einfach oben so neu anklicken. Das ist eine ganz. Oh, halt! Nein! Ist eine ganz gute Sicherheitsmaßnahme, dass das eben nicht passiert. Achso, da war ja was.
So, einfach alles kaputt schlagen. Hier vielleicht mal nach Norden, nicht, dass sie doch da oben nochmal ärgern wollen. Oh Gott, die ganze Truppe haben wir immer noch an der Backe. Aber die können wir mal mit einem einzelnen Bogenschützen dann anlocken. Dann locken wir sie komplett in die Abwehr. Und hier unten empfangen wir sie dann erst. Müssen sich gleich alles durchboxen vorher. Vorher geht da gar nichts. So. Wer hat mich jetzt... Was? Ach, die sind vor... Ist er gerade verhungert? Tatsache. Okay. Alles klar. Einer hat ein bisschen Hunger. Jetzt ist einer am Hunger gestorben. Am Hunger. Oh, es ist doch einfach nur zum außer Haut fahren. Der ist auf jeden Fall schon mal weg. Nach 2 Stunden ist der erste Gegner weg. Okay. Mit Turbo, also nach 3,5 Stunden eigentlich. Das sind echt ganz schön krasse Missionen, muss ich mal sagen. So, zerstören meine ich. Töten. Diesen hier. Sehr gut. So, mal schauen. Gibt es da oben noch Widerstand? Ein bisschen. So, ihr macht das so unten, ne? Ich könnte auch den Turm da oben schön wegmachen, dann habe ich hier komplett freie Hand. Ja, komm, machen wir das mal. Rechts. Oh! So, dann wissen wir auch gleich, ob da oben was kommt. Muss ich mal drauf achten. Ah ja, da geht's schon los. Greift sie an. Genau. Alles klar. Vorwärts. Bewegt euch. Zusammen. Los jetzt. Sofort. Gruppe Essen fast. Los. Yep. Angriff. Ja, Angriff. Los geht's. Ja. Direkt! Jawohl! Angriff! Direkt! Verlust jetzt! Ja! Bereit! Verbinde! Ja! Essen fast auf! So. Ausgefallen, schnell gemerkt! Hurra! Okay, wir brauchen Lederrüstungen weitere. Und Langbögen brauchen wir auch. Und Lederrüstung sowieso. Und Eisenrüstungen und Eisenschild und sowieso und überhaupt. Und die Schwerter. Ja, müsste eigentlich alles mehr oder weniger laufen. Jetzt kommt es dann von da oben. Der Weg ist lang, aber ist lange wert. Ein Weg wird endlich gut. Genau. Du kriegst Auffutter. Und dann geht's wieder nach oben. Genau, dann stoßen. Ah, da ist wieder schon wieder so ein Hund. Okay, reicht schon. Notfalls kann der hinterherlaufen. Der eine, das soll nicht weiter stören. Und die greifen nicht so wirklich an. Das gefällt mir. Das heißt, wenn wir die links platt geschlagen haben, geht's hier weiter. Genau. Da ist noch Kohle. Auch das wird wieder nicht abgeholt. Es ist einfach. Das ist einfach toll. Einfach nur großartig. Wie viel haben wir denn? 31. Ja, ich meine, es ist wirklich so viel zu tun, dass man hier noch mehr von denen bräuchte. Ja, wenn es irgendwann abgeholt wird, bin ich ja schon glücklich. Mehr will ich ja gar nicht. Oh, randvoll, 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 randvoll. Oh, oh. Okay. Woran, also an Wegen liegt es ja nicht. Es wird ja alles mehr oder weniger genauso gemacht, wie ich das befehle. So. Ihr könnt mal nach Hause laufen. Ach komm, ihr geht wieder zusammen als ein Trupp durch die Gegend. Lauft nach Hause. Lasst euch versorgen. Wir machen das mit der Reiterei. Halbieren das Ganze. Ein Trupp hier, ein Trupp dahin. So. Okay, weitere Reiterei. Pferdchen
Nein, leider nicht. Zack. Das ist nur ein Fuchs. Boah. Für den Moment kurz mal zusammengezuckt. Ja, das muss dieser eine. Dieser eine Turm, aber den greife ich trotzdem so nicht an. Ist ein bisschen lächerlich, aber was soll man machen? Wir müssen warten auf... Naja, darauf, dass sie hier durchgefüttert werden. Also das ist echt irgendwie krass. Dann mache ich halt noch weitere. Mach mal noch ein paar Gehilfen. Mein Gott. Das gute Geld. Nur, dass es hier mal vorangeht. Naja. Oder Gold viel eher. Geld. Ja, der Turm, den mag ich nicht. So, euch geht's gut. Hoffentlich. Schätze ich mal. Wie viel seid ihr? Nicht so viele. So, zwei rein. Und... Ja, greifen wir von unten aus an. Obwohl, es könnten... So ein paar könnten schon mal hier links was kaputt schlagen. Sollte ja eigentlich... reichen, oder? Darf nur kein Stein angeflogen kommen? Reicht das? Nein, 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 nicht... Hört doch mal auf, da so doll hinzulaufen. Steine werden sie mich garantiert noch haben. Ja, zumindest jetzt. Ach, jetzt ist ein Rekord drin. Ach, der hungert. Hungert heißt, er hat keinen Bock. Moment. Rechts oben, bitte nicht angreifen in der Zwischenzeit. Ja, hallo? Komm, Arschlecken. Wenn er eh nicht will, wenn er ständig das Rein-Raus-Spiel spielt. Nee, der hat keinen Bock mehr. Okay. Sehr schön. Dann weg damit. Schwierig, schwierig. Und das gleiche müssen wir gleich nochmal machen beim nächsten. Heißt, wir brauchen viele, viele Bogenschützen. Ja, zum Glück haben wir viele, viele Bogenschützen. Das ist doch schön. So, zusammenschließen, ja, ja. Ja, zusammen schießen die Leute. Ei, schlecht. Nein, 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 so nicht. Ah, ist das nervig, ey. So eine nervige Truppe. Und ich habe halt leider nicht das Eisen, um... Naja, zu machen, was ich will. Komm, ihr geht wieder zu einem Trupp zusammen. Ich wünschte, die könnte ich sinnvoll irgendwie schnell verteilen, dass sie in die Richtung gehen, die Marschrichtung sozusagen, dieses Hin und Her, das ist irgendwie Stuhl. Gut, hier ist aber dann echt nicht mehr so viel. Gehen wir mal Essen fassen, sozusagen. Es sei denn, es kommt nochmal ein Angriff, das glaube ich aber ehrlich gesagt nicht mehr. Oder nerven die hier noch? Nee, auch das? Aha, Gold. Es arbeitet aber noch keiner hier. Komm, dann machen wir den doch mal weg, oder? Keine Ahnung, ob der überhaupt noch was tut. Steht immer rum. Immer wenn ich hingucke, schaut er grimmig. So, ein Trupp. Ne, greif mal eher von unten an. Ja, geh doch in den Nahkampf, du Affe. Und die haben wiederum keinen Hunger. Ganz komisch. Denen geht's wieder zu gut. Na, von mir aus. So, jetzt machen sie wenigstens zu. Dann kann der Rest nicht vortrotteln und nerven. So. Eigentlich trotten, aber in dem Fall ist es trotteln, ja. So, kommt jede Menge Material, das abgeholt wird, weil befohlen. Das gefällt mir. Woran fehlt's? Woran hapert's? Ach, es fehlt an Rekruten. Das sind mal gute Nachrichten, auch wenn es komisch klingt. Hier haben wir noch 92. Ja, okay, gut. Gold ist mehr oder weniger eh gesichert. Und wir haben noch zwei Goldminen. Zweite arbeitet jetzt auch hervorragend. Kohle ist eher das Problem. Schade, dass es nicht über Siedler 3 bei den Römern so Holzkohlegeschichten gibt. Das fand ich immer super. War auch immer meine Lieblingsquelle. Tja, wenn jetzt noch Reiterei käme, wäre ich halt. Das wäre es dann halt gewesen. Kann man dir echt einen Nummern geben? Ich glaube nicht. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht testen, nicht, dass das wieder abschmiert. Oder geht das?
Ich habe das gar nicht getestet. Ja, Ihr Befehl? Ihr Befehl. Ja. Tatsache, ich bin so ein Schwachkopf. Ja. Ich höre. Hier seid ihr eins. Ihr Befehl? Yep. Nee. Bogenschützen. Ich höre. Hier seid ihr eins. Ja. Ihr Befehl. Aha, geht ja doch. Ja, los geht's. Alle, die jetzt nicht gehorchen. Alles klar. Ach, okay, das fällt mir jetzt. Aber nicht so richtig. Muss ja irgendwie warten. 3, 2, 1. Ach, kratz, kratz. Ja, kratz, kratz. Geht ja doch. Wie kratz. Das ist natürlich sehr kratz, muss ich sagen. Oh, das fällt mir echt jetzt ein. Als ob ich noch nie ein beschissenes Rollenspiel. Strategiespiel gespielt hätte. Okay. Jetzt haben wir die Möglichkeit, die rauszulocken. Vielleicht hier mit Beschuss. Das machen wir auch. So, aber wir machen das anders. 2 geht da runter, 1 geht auch da runter und 3 macht sie zum Nerven bereit. Oh, schnell abspeichern, bevor das aufs Maul gibt. Das Problem ist halt, jetzt ist hier reger Durchgangsverkehr. Müssen wir ein bisschen aufpassen, nicht, dass sie die ganzen Leute kaputt schlagen. So, einfach das erste Gebäude. Das müsste ja nicht ausreichen. Ein Schuss und dann rennen wir. Hier so ein Klingelstreich. Hoffentlich kommt nicht alles direkt zuerst. Das wäre auch super. Genau, schön verteilen, dass sie nicht direkt hier hängen bleiben. Die Trottel. So, hier nach links gerichtet, in 2 Reihen aufstellen. Perfekt. Und was macht ihr? Wieder nur Schwachsinn. Ja, echt, vermehrt euch mal. Aber nicht vermehren, das wäre nicht im Sinne des Erfinders. So, mitschießen. Ja, wieder schlecht gemacht. Kann man noch besser machen. Andererseits, was ist das hier? Kommen wir. Man muss ja nicht alles in die Feige, in die Abwehr locken. Das kriegen wir auch anders hin. Genau, bewegt euch mal. So, 2 rein. Warten hier drüben. Hoffentlich habt ihr... Oh, haben sie nicht gut gefrühstückt. Ah. Komm, wir lassen uns versorgen. Völlig egal. So. Erster Trupp hier. Zweiter Trupp daneben. Oder hier unten vielleicht. Genau. Können wir sie ärgern? Ich höre. Vorwärts. Und dann gehen wir dazwischen. Jetzt vielleicht mal da oben angreifen. Das ist doch wieder ganz anders. Ihr Befehl? Ah, jetzt kommen sie und nerven mit dem Futter. Ja, das ist natürlich jetzt schlecht. Hallo, hier ist gerade Krieg angesagt. Männers, lasst das doch mal sein. Ja, los. Vorwärts. Mal schauen, ob da noch mehr steht. Ich habe irgendwie das Gefühl, das war es noch nicht mit der... Ich glaube, ein Speer kann weiter gucken, ne? Ach, ja. Oh, shit. Oh, wieder 2 verloren. Shit. Okay, da kommt einiges. Männers, Rückzug. So, die greifen eh uns an. Dann locken wir sie mal eine Runde sonst wohin. Ach Gott, was ist denn hier los? Los jetzt. So viele sind es jetzt auch wieder nicht. Ah, wir lassen sie hier, wir locken sie hier rein. Ihr Befehl? Los geht's. Ja. So, was ist der Rest? Alles klar. Hier. Ich glaube, ich komme hier rechtzeitig. Ja. Vorwärts. Vorwärts. Alles klar. Alles klar. Oh, sie kommen sogar der Reihe nach. Das ist natürlich ein Traum. Jawohl. Alles klar. So, und hier Aufstellung nehmen. Perfekt. So, wir werden jetzt geschlachtet. Bereit. Mehr oder weniger. Formiert euch. Jawohl. Halt. So, schön der Reihe nach. Ach du Scheiße. Halt. Spannt den Bogen. Ja, aber nicht auf die Folter. Ja. So, jetzt. Halbwegs gut. So. Oh je. Richtig geil war es nicht.
Ach, Mann, Idiotentruppe, Mann. So. Gut, Mutz. Oh, schlecht, Mann. So schlecht gekämpft. Oh, ich könnte schon wieder ins Essen brechen, Mann. Okay. Wie scheiß schlecht kann man eigentlich kämpfen? Genau so. So schlecht, mehr geht, glaube ich, gar nicht. Oh, nee, das mag ich nicht. Die eigene Dummheit. Boah, über 2 Stunden schon wieder. Die eigene Dummheit, das Hauptproblem ist ganz, ganz, ganz übel. Also, ich will keine Pferde mehr. Ja, ja. Das nervt mich aber, dass wir ständig Pferdnotstand haben. Was soll das? Ich werde ganz verdrückt. Weg. Pferdemauer, Vielzüchter, zack. Und Rekruten, ja, ja. Boah, wie scheiße war das gekämpft. Dabei hatten wir sehr schon eine Perlenschnur. Und ich wollte noch weiter nach unten, weil ich dachte, die kommen bestimmt von der anderen Seite. Wollte sie dann hier runterlocken, dass sie auf jeden Fall den ganzen beschissenen Weg da lang laufen und sich hier einreihen. Dass ich sie hier schön zerschießen können, am besten hier schon. Aber nein, ich muss natürlich die beschissenen Bogenschützen in den verdammten Nahkampf führen. So. Damit, endlich sagt's mal einer. So. Okay, das ist natürlich ganz besonders intelligent gelöst. Ja, ja, verpissen. Ach, nervig, Mann. Und hier mal schneller Rekruten pumpen. Zack, zack. Wo haben wir die ganzen Arbeiter? So, oh, also, woran fehlt's? Wir haben Waffen, bräuchten wir noch. Rüstung brauchen wir. 6-mal Rüstungen. Das heißt, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ja, und Schwerter gehen eigentlich ohnehin immer. Ja, Lederrüstung natürlich wieder. Oh, nicht genug, wie immer. So, Langbögen. Zack, zack, zack. Woran hapert's hier? An den Bögen. Okay, also eine weitere Waffen. Waffenmacherei. Gut. Waffen heißt Schreiner. Und der Rest wieder auffüllen mit den Guten. Ja, zumindest das. Vielleicht haben wir sie komplett alle rausgelockt. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. War zwar richtig scheiße, was ich hier gemacht habe, aber vielleicht reicht's. Vielleicht muss man gar nicht gut kämpfen. Vielleicht reicht's, wenn man richtig schlecht ist. Ich hoff's jedenfalls mal. Die müssen wir gleich mal wieder halbieren, dann greifen wir sie nämlich. Was greifen die wieder so doll an? Ich höre, jawohl, bewegt euch! Ja, ja. Ihr Befehl? Los jetzt! Versuch ich mal. Ja, von oben. Doch, komm, wir halbieren die. So, zack! Ja, ihr Befehl! Ein Trupp nach Norden. Ja. Der Trupp geht jetzt nicht nach Norden, sondern nach Süden. Das ist ein Geheimtrick. So, wir speichern noch was. Attacke. Seid ihr ein bisschen dumm oder so? Shit! Feind! Oh Mann, was ist denn das hier für eine Riesentruppe schon wieder? Jetzt muss ich kämpfen. Tada, shit! Verschissen, würde ich mal eher sagen. Oh, nein, 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 aufhalten, aufhalten. Okay, das war doch nicht so gut. Da brauchen wir mehr Männers, das geht so nicht. So, weitere Pferde, hoffentlich werden sie produziert in diesem Leben noch. Genau, ja, jetzt bräuchten wir mehr Bögen. Ach Gott. Es ist echt eine Qual. Weil ich werde ja. Ich werde so oder so beschossen von den Schweinen. Ich brauche. Ja, vielleicht wären Armbrustschützen wirklich besser gewesen, aber. Woran hapert's denn? Wir brauchen noch 3 Eisenrüstungen. Hier ist noch eine. Eine wird gemacht, eine ist auf dem Weg, schätze ich mal. Ja. Heißt, dann können wir 11. Oh, jetzt brauchen wir jede Menge Pferdchen, dann,
Oder soll ich doch mal umsatteln im wahrsten Sinne, aber diesmal auf die Nahkämpfer. Sind die noch besser? Ich habe keine Ahnung. Steht auch im Zauberbuch nicht drin, deswegen weiß ich es nicht. So, wir haben wieder einiges an... Ja, Reiterei. Mhm. Lass mal futtern und dann hoch da. Ich weiß nicht, was man am sinnlosesten machen soll. Ne, ich gehe auf Pferde, weil jetzt haben wir das schon so ausgerichtet, jetzt werde ich nicht nochmal umdisponieren. Das muss nicht sein. So, wir hoffen mal, dass die Pferde rechtzeitig oder auch nicht produzieren. So, es fehlt eine Rüstung. Wird noch gemacht. So, dann ein Schild. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir 6 neue Arbeiter. Schwerde. Schwerde gehen immer. So, und hier weitere Langbögen, bitte. 12. Machen wir doch die 20 voll. Was soll ich mit Shift? Ah, okay. Also doch wie bei anderen Spielen. Ich bin so ein Idiot. Shift. So, du machst bis in alle Ewigkeit Eisenschilder. Du machst bis in alle Ewigkeit Eisenrüstung. Du machst bis in alle Ewigkeit Schwerter. Ach Gottchen, ja, okay. Haben andere Spiele ja auch schon gemacht, dass man es dann irgendwie in 10er Schritten oder sowas steigern kann. Ja, von mir aus. Ja, ja. So, und ihr schließt euch mit den oben zusammen. Zeig ich doch. F mich nicht nach. So, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder die Möglichkeit, hier Gold abzubauen. Aber ich glaube, das reicht, was wir hier haben, schätzungsweise. Ja, der ist bald... Der ist schon fertig, glaube ich. So, wie immer... Achso, das Goldgestein... Muss noch jemand abholen. Na, von mir aus. Der hat immer was zu tun, das ist gut. Neue Pferdchen. Eins, ja, super. So, neuer Gaul geht immer klar. Ja, wir müssen aber trotzdem erstmal zurück. Das hat so keinen Zweck. Jawohl. Hm, okay. So, könnten wieder... Pferd. Dann noch gleich die restlichen Bogenschützen dazu. So, aller Hunger, bitte füttern. Bitte Fütterung jetzt aktivieren. Vielen Dank. Das können wir sogar einen direkten Weg hier hinbauen. Wie lange haben wir denn? Wie viele Steine? 128 Uhr. So, zumindest ein bisschen. Da kommen wir nämlich noch nicht durch. Nö. Dann geht es ein bisschen zügiger voran. Kleine Pferde, ja. 100 Goldstücke. Das sollten wir einsetzen. Das Problem ist einfach, sie werden nicht mehr transportiert. Weil viel zu viel hier los ist. Sollte eigentlich... Ist die Nahrungsaufnahme vollzogen? Oder... So, was ist hier das Problem? Hier wird wieder nichts abtransportiert. Okay. Futter ist wohl doch noch nicht fertig. Die Fütterungszeit. Noch nicht rum. Okay. Ich würde sie aber trotzdem gern in die Abwehr locken, muss ich gestehen. Komm, mal einen Bogenschützen. Einen heldenhaften. Der darf mal... Stellt's mal hier hin, greift das obere und dann das untere an und dann rennt er nach unten. So, rechts. Um. So, ist fein. Schön die Abwehr. Das sollten die Wege nicht blockiert werden und ihr nach... Weiß nicht, nach links? Genau. Los, sagt er. Gruppieren. Ja, schön ins Eck. Schön. Ist ja schon, er ist auf dem Weg. Hervorragend. Unser Held mit dem Bogen hält hoffentlich, was er verspricht. Und lockt alles an. Angriff. Einmal. Clever. Unten. Ja, wenn sie nicht kommen, habe ich eh gewonnen. Hä? Vielleicht muss ich andere Gebäude angreifen. Greif mal da an, wo sie alle stehen. Das da oben dürfte sie die Aufmerksamkeit auf sich lenken, schätze ich mal. Wenn er trifft. Ja. Komm, noch einmal einen Schuss. Zack. Was kommt da? Der ganze Trupp, alles klar. Komm, reicht.
bisschen weiter nach rechts, dass sie vielleicht hier hängen bleiben, die Kollegen, und dann einzeln andackeln. Und noch ein bisschen piesacken. Da haben sie bestimmt... Oh, die Mine, die Goldmine, das ist ein bisschen schlecht. Wo... Hä? Ach Gott, die Bogenschützen habe ich vergessen. Ach du Scheiße, nein. Oh, Idiot. Nein, das Ganze doch mal. Wieso standen denn hier Bogenschützen rum? Das ist eure Ausrede. So, sogar noch schneller als vorher. So krass sind wir unterwegs. Los geht's. Das soll auf jeden Fall treffen. Sind die schneller als wir? Ich hoffe es nicht. So, runter. Ja, vielleicht. Vielleicht war das schon nicht so gut. So, jetzt dazwischen funken, dass die schönen Bogenschützen in Ruhe gelassen werden. Die schönen Bogenschützen. So, alle Fernkämpfer zertrümmern. Das war erfolgreich. Sehr erfolgreich sogar. Gefällt mir. Gefällt mir, habt ihr fein gemacht. So. Genau. Ein Trupp bitte. Und zwar in die richtige Richtung. Informiert euch. Informiert euch. So ein bisschen wie, do your own research. Ist das nicht so? So ein komisches Idioten-Meme. Ja, Arschlecken. Hier wird gesavescammt, bis die Schwarte kracht. Junge, 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 sind das krankhaft lange Missionen. Okay. Ich dachte, das wär so typisch. Lass doch mal das Pferdchen durch. So, greifen die eigentlich eigenständig Gebäude an? Wahrscheinlich eher weniger, oder? So, die dürfen bloß nicht so weit nach vorne. Ein Feld vielleicht noch. Ja, perfekt. Blockiert. Blockiert sie. Sehr gut. Oh, oh. So, Angriff. Nicht ganz optimopti, aber mein Gott. Zurück. Rückzug. Oh. Die nächste Fuhre kommt. Hervorragend. Jawohl. Alles klar. Jawohl. Bewegt euch. Sofort. Los geht's. Eigentlich hätte ich da oben mithelfen sollen, aber gut, wenn sie nicht wollen. Dann lassen sie es eben sein. Oh, ich darf da nicht ran. Zu viele böse Gebäude. Halt. Hurra. Ja, ja. Alles klar. Los jetzt. Kann da gerade nicht mitspielen. Eigentlich kann ich schon, war ein bisschen dumm. Oh Mann. Zugleich. Oh Mann, ist das. Ist das immer ein Verlustgeschäft hier? Ich bräuchte so richtig schöne. Ja, so Belagerungswaffen halt einfach. Aber das wollen sie wieder nicht. Das wollen sie ja nicht anbieten, natürlich. So. Attacke. Ich kann ja schon mal von unten ein bisschen Nachschub bestellen. So. Verbinden, ich höre. Jawohl. Ich brauche aber auf jeden Fall eher die sogenannten Fernkämpfer. Nicht die Bogenschützen. So. Ach, weil so eine Sau da oben wieder rumgammelt. Okay. Heißt, wir brauchen... Mehr Bogenschützen, jawohl. Hätten wir damit. Mehr Rekruten, bitte. Okay. Keine Pferdchen, obwohl ich da zwei Pferdereien habe. Ich sag nichts. Achso, Lederrüstungen. Der Rest wird endlos produziert, alles klar. Aber keine Holz ab? Klar. Auch klar, alles klar. So ist klar. Da ist noch ein dummer Turm. Jetzt schauen wir mal, was hier unten noch rumgammelt. Los jetzt. Vorwärts. Halt! Vorwärts. Nein, nein.
Ich sag mal, was haben die denn bitte für kranke Abwehrriegel hier überall? Ja, vorwärts. So, wenn sie schießen, ein Feld weiter vor. Jetzt können fast alle schießen. Okay. Ach komm, erstmal das hier weg. Dann kann ich hier richtig arbeiten. Aber sie schießen ja wahrscheinlich drüber. Und den schießen sie hoffentlich so glumm. Ja. Da-da-da. Ja. Nein! War es eh noch einer? Das kriegen sie gebacken. Leute, es ist ein Reiterchen. Krass, oder? Haut ja mir vier Leute kaputt. Was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Meine halten irgendwie nicht so lange, ich weiß auch nicht. Halbwertszeit, oder was? So, weg den Turm. Nicht zu weit vor. Nein, das ist der nächste Spaß. So, ihr greift mir hier unten nichts mehr an, ihr Schweinemänner. Jetzt macht den Turm weg. Los jetzt. Ja, tada. So, zweite Reihe vielleicht. So, jetzt. Er läuft im Vorbeigehen, macht er wieder einen Platz. Was für ein Assi, ey. Ach, immerhin. Jetzt geht's los. Party. Mhm. So. Wenn Beschuss eingestellt wird, helfen die unten einfach mal jetzt. Nee, Hauptgebäude vernichten. Jawohl. Läuft. Euch habe ich, ihr miesen Hunde. Vielleicht ist es auch viel, viel günstiger, wenn ich tatsächlich mit Kavallerie oder Infanterie gegen Türme vorgehe. Weil die fünfmal schießen können, kriegen nicht alles kaputt und werden sofort zertrümmert oder so. Wer weiß es. Gut. Wissen wir, es wird wahrscheinlich noch von oben kommen, aber nicht mehr viel. Es sei denn, wir haben wieder so ein krasses letztes Aufgebot. Komm, halbe machen wir. Und ihr greift hier an. Das ist sonst nicht besonders effizient, die Geschichte. Und dauert wieder ewig in 3 Tage. Das machen wir natürlich so nicht. So, ihr macht nichts. Das ist schlecht. Bitte nicht von oben schießen. Siehst du mich schon kommen, dass genau das jetzt gleich wieder passiert? So, Bauernvolk wird erschossen. Gut. Ja, die haben leider ein bisschen Platzprobleme. Ganz leicht. Erstmal nach da oben. Jetzt. So ist fein. Nein, nicht Bub machen. Nein. Ich hab gesagt nein. Sag nein zu Bub. Obwohl, eigentlich nicht. Okay. Sieht ja. Kann man fast anbieten. So, Gebäude. Lieber. Nee, komm, wir gehen lieber auf die sinnvollen Gebäude los. Und machen da oben mal die. Nein, hier nicht. Pferdchen nicht. Ihr dürft mal hier angreifen. 1 Meter vor und alle greifen an. Toll. Hier hilft da mal aus. Hier könnte ich mich durchschleichen. Ich will mal schauen, was da ist. Sieht gut aus. Hier ist. Ja, wer? Ach, guck mal. Frechdachs. Zum Glück, zweite Reihe geregelt. Ja, jetzt kommen sie alle hier hin, werden getötet. Pech gehabt. Tja, ich habe nicht gesagt, sie soll mich angreifen. Selber schuld. Gut. Oh, jetzt haben sie schon wieder Hunger. Komm, die kriegen alle mal. Guck mal, der Volltrotteltrupp. Okay, hier kommt er angeschissen. Oh. Nein. Oh, das ist böse, das endet böse. Los. Hier, der Idiotentrupp macht wieder nichts. Na klar. War ja klar. Oh, 2 Pfeile haben sie geschossen. Ja, jetzt. Was für Idioten. So.
Alle mal Essen fassen jetzt. Nachher beschossen. Von so einem kleinen Sack da oben. So, jetzt komm her. Komm du mir nach Hause. Jetzt kommt die große Schlachtung. Na gut, dann kümmern wir uns halt erstmal um den Osten hier. Hier räumen wir mal schön auf. So, Infanterie vernichten. Nein, Bürger. Die armen Leibeigenen werden alle geschlachtet. Schwere Geburt. Ist gar nicht so leicht, habe ich so das Gefühl, oder? Also mit euch? Gehilfen, die nichts tun, weil nichts zu tun ist. Genau, geh mal aus dem Weg. Was machen die denn nichts? Sind die doof oder so? Was steht denn hier rum? Faules Gesindel. Genau, verbinden, hier vernichten. Ja, der eine hat Hunger. Ich habe aber schon bestellt. Aber es kommt nichts, okay? Vor allem, wieso schicken die nichts hoch? Fragezeichen, nichts Fragezeichen. Von wem? Wo sie reingelaufen sind, wie Dorftrottel. Ach, ich bin auf die Infanterie. Egal. Ich nenne es jetzt einfach immer Infanterie. Wurscht. Alle Soldaten, die rumlaufen und alle Nicht-Soldaten sind jetzt alle Infanterie. Wissen wir auf jeden Fall, woran wir sind. So, hier mal ein paar Löcher reinbuddeln, weil ich komme so nicht klar. Jetzt füttert den doch mal irgendwer, mein Gott. Am langen Arm verhungert. Toll. Na gut, das wäre eher was für Lanzenträger. Aha, Feind. Knallt ab. Den miesen Sack. Die Türme sind irgendwo da hinten. Das ist gut. Soll mich nicht weiter stören. So, da kommt's Futter. Ich glaube, der ist schon krepiert, ne? Tragisch, tragisch, aber der ist wahrscheinlich schon tot. So, Kaserne ist hier oben. Hoffentlich, was ist? Ist er verhungert? Dass man in diesen Zeiten noch jemand verhungern muss, ist schon krass, oder? Dem besten Knights and Merchants, das es jemals gab. Kleiner Scherz. Okay, das ist eigentlich die Welt. Hat keinen Namen, ne? Der ist einfach Welt. Okay. Ja, von mir aus. Muss auch nicht alles einen Namen haben. Das können wir auch mal wieder halbieren. Komm. Ja, auseinander. Der andere Trupp greift hier an. Hier, euch halbieren wir eigentlich auch mal. Nein, nicht in die Abwehr rennen. Nein. Aus. So, jeder Trupp schnappt sich ein neues Gebäude. Und ihr macht mal jetzt endlich diesen verdammten Turm da hinten weg. Dass wir hier weitermachen können. Okay. Eins nach dem anderen. Vernichten. Ja, Meter geht noch vor. Komm, eins, jetzt war eins zu weit. Jetzt kommen die Steine. Geflogen. Nein, 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 nein. Doch nicht. Moment, haben wir sogar zwei Felder weitere Reichweite? Wahrscheinlich. So, das sieht aber schon mal sehr schön aus. So ein schöner Vernichtungstrupp. Ach, guck mal, der ist sogar am Krepieren. Hätte ich einfach nur warten müssen, der wäre von allein verhungert. In seinem dümmlichen Turm. Ist selber schuld. Was greift er mich auch an? Oh! Aha, ich hätte nur das Hauptgebäude vernichten müssen. Da war ich gerade so dabei, den Feind zu schlachten. Boah, das war ja übel, ey. Achte Mission gegen zwei Gegner mit krassen Supereinheiten und fragt nicht, wie viele. Also machbar war's, aber wie verlustreich das immer ist. Das Erik. Ab, wissen wir gar nicht. Ja, das ist irgendwie ein bisschen nervig, wie verlustreich die Kämpfe sind. Und ich stelle sie doch schon halbwegs vernünftig auf. Es sei denn, ich habe den Turbo drin und verraff's und stelle sie kreuz und quer irgendwo in den Gang. Oder sie werden überrascht von plötzlich anrückenden Nahkämpfern, die keiner über dieses krasse Feld über die ewig lange Strecke gesehen hat. Egal. Boah, fast 3 Stunden. Alter Latz. Das sind, und das mit Turbo für die meiste Zeit. Das, nun gut. Die sind ganz schön hart, die Missionen, habe ich so das Gefühl. Vielleicht geht's auch mir so, aber es zieht sich vor allem auch alles unendlich. Vielleicht muss ich einfach viel mehr Gehilfen haben, weil ich immer... Das ist wahrscheinlich der Punkt, ne? Ich habe viel zu viele lange Wege, einzelne Wege auf der anderen Seite und ich habe viel zu viel Futter. Ich habe nie
Also es wird so viel gebunkert, das braucht eigentlich kein Mensch. Vielleicht sollte ich auch einfach mehr, weiß nicht, eine zweite Taverne irgendwo hinknallen. Aber normalerweise eine Taverne reicht für ein ganz großes Gebiet. Ach, ist auch wurscht. Optimieren kann man, denke ich mal, immer. Aber ich glaube, ich muss einfach viel mehr... Also gerade mit diesen 4 oder 5 Farmen, die ich da hatte, da habe ich ja, was weiß ich, über 100 Brote gehabt. Dutzende von Würsten, Wein sowieso ohne Ende. Und wenn dann mal, keine Ahnung, wenn dann mal Hunger angesagt ist bei den Soldaten, dann bleibt alles stehen und liegen und keiner holt irgendwas ab. Aber teilweise wuseln sie irgendwo im Süden, hat man gesehen, aber im Nordwesten und im Nordosten passiert halt gar nichts. Ich habe so das Gefühl, die holen sich immer irgendwas, was da ist, und das ist halt in dem Fall meistens das Korn, weil das halt ständig produziert wird. Und sie vergessen komplett die anderen Bereiche, wo mal Kohle geholt werden muss, wo Gold geholt werden muss und so weiter und so fort. Ja, auf jeden Fall eine harte Mission. Wie viel 100 GB ist jetzt denn? Ich will es gar nicht wissen. Ja, beim nächsten Mal geht's weiter mit der wahrscheinlich Mission Nummer 9, vielleicht sogar Mission Nummer 10, wenn es wieder so eine kleine Mission ist. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht reingeschaut. Ja, gut, ich würde sagen, beim nächsten Mal mehr. Ich danke fürs Zuschauen, sage, gehabt euch wohl.